Workshop. Den gibt es ja schon seit einigen Jahren immer wieder bei den Linux-Wochen. Ich habe es, glaube ich, vor 2 Jahren zum ersten Mal gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, zum 3. Mal oder so. Oder war es letztes Jahr das erste Mal? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich habe zwischendurch noch andere Termine. Aber es ist jetzt nicht für Endanwender, also für Anwender gedacht, die Power-User sind und die sagen, ich will die allertollsten, neuesten Features von GIMP entdecken, von der neuesten Version. Uns geht es wirklich darum, dass man mal die ersten Schritte mit GIMP, die Sachen, die man im Alltag immer wieder braucht, machen kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen ein einfaches Beispiel. Ihr könnt natürlich Input geben, was ihr gerne noch tun würdet, was euch gefällt, wo ihr sagt, das habt ihr schon mal probiert oder da habt ihr Schwierigkeiten gehabt. Aber grundsätzlich ist die Idee, dass wir hier einfach mal die ersten Basics machen, so wie zum Beispiel, ich habe eine Bilddatei, will sie konvertieren, ich will eine andere Größe machen, ich möchte Bilder ineinander montieren, sage, okay, ich habe eine Person, die möchte ich auf den Hintergrund setzen oder ich habe einen Text, den möchte ich da rein haben und solche Sachen. Das heißt, es sind jetzt nicht die High-End-Geschichten, wo man dann GIF-Animationen oder was weiß ich, gibt es viele Exportmöglichkeiten und so weiter macht. Können wir theoretisch machen, wir haben heute wahrscheinlich nicht genug Zeit dafür. Es geht wirklich darum, dass wenn man sagt, ich habe eine Präsentation, will ein Bild einsetzen, wie mache ich das am besten, am effizientesten und auch was bedeuten die verschiedenen Bildformate, die man verwenden kann, weil die durchaus relevante Unterschiede haben. Also JPEG kennen alle, aber BMG und GIF haben ähnliche Features zueinander, sind aber nicht ganz gleich. Und deswegen ist es schon mal relevant, ein paar Grundlagen zu verstehen, damit man auch gezielt die Dateien richtig einsetzen kann, damit man nicht unnötig große Dateien hat oder durch das Runterrechnen dann irgendwelche Eigenschaften der Bilder verliert. Und deswegen ist es ganz sinnvoll, da mal ein bisschen einen Überblick zu haben, wenn ihr ihn noch nicht habt. Also habt ihr da grundsätzlich schon Vorkenntnisse oder möchtet ihr das eh machen? Weil wenn ihr das schon kennt, dann ist das natürlich blöd, wenn ich es euch nochmal erzähle. So. Okay. Ja, nein, ich werde es eh nicht ewig ausdehnen, aber machen wir es so ein bisschen. Also JPEG kennen alle, hat die Eigenheit, dass man zum Beispiel mit, ja, schaut für den Stick, ich weiß nicht, wer hat den Stick gerade? Genau, bitte einfach weitergeben. Ja. Bei JPEG ist es so, die sind grundsätzlich komprimiert. Das bedeutet, wenn man ein JPEG hat, dann bedeutet das, wenn man es weiter bearbeitet, dass dann sogenannte Kompressionsartefakte auftreten können. Das heißt, je öfter man ein JPEG weiter bearbeitet, umso schlechter wird grundsätzlich die Qualität. Das heißt, wenn man ein Bild bearbeitet, am besten ist es immer in einem sogenannten rohen Format zu arbeiten. Deswegen auch der Name bei vielen Fotoapparaten RAW. Da hat man nämlich den Vorteil, dass man auch die Belichtungen anpassen kann und sozusagen noch Kontrast verändern kann, ohne Qualität zu verlieren. Ist mitunter nicht so leicht, das sind riesige Dateien und deswegen machen viele standardmäßig auf ihren Kameras und so weiter, wenn sie Fotos haben, eigentlich dann verändern doch nicht das RAW-Format. Erstens kann man es nicht mit allen Programmen dann bearbeiten, weil nicht alle RAW verstehen. Und zweitens eben ist es wirklich riesengroß und wenn man nicht wirklich ganz tolle Sachen wie Werbeplakate oder so machen will, ist oft auch nicht relevant, dass man diese Qualitätsstufe halten muss. Aber der Punkt ist natürlich häufig der, dass man sagt, okay, der Speicherplatz ist mir wichtig, ich habe viele Fotos, deswegen verwende ich JPEG. Und bei JPEG kann man natürlich viele Einstellungen treffen, wie stark sie komprimiert sind. Und wenn man es stark komprimiert, wird die Datei natürlich sehr klein, aber die Qualität auch schlecht. Und man merkt es speziell im Vergleich zum Beispiel zu BMG-Datei, dass bei JPEGs, die niedrige Kompression haben, wenn man da einfarbige Flächen drin hat, dann entstehen so komische Blöcke drin, so wo die Übergänge sind und so weiter, das sind so Stufen. Das BMG-Format ist da insofern schöner, weil das sagt, okay, das ist ein Farbwert und den merke ich mir und den wiederhole ich. Und damit wird eine BMG-Datei, die eigentlich ausschaut wie eine Vektorgrafik, also wo viele einfarbige Flächen sind, eigentlich ziemlich klein, obwohl sie eine hohe Qualität hat. Also den Rändern die stochen scharf dann im Vergleich und trotzdem hat sie relativ kleine Datei. Hingegen, wenn man ein Foto hat, mit so einer schönen Landschaft mit Bäumen und allem drum und dran, dann ist ein JPEG in der Regel viel bessere Qualität bei der gleichen Dateigröße als eine BMG-Datei. Was aber von BMG-Dateien ein großer Vorteil ist, ist, dass man damit echte Transparenzen haben kann. Das heißt, ich kann eine Datei anlegen, wo ein bestimmter Teil des Bildes, zum Beispiel wenn ich eine Person freistelle, der Hintergrund der Person ist wirklich transparent. Und sie hat auch einen Verlauf von vollflächig gefüllt bis nach eben komplett transparent. Das heißt, ich kann einen teiltransparenten Farbbereich drin haben und das ist mit JPEGs gar nicht möglich. Dementsprechend würde ich JPEGs normalerweise für Landschaftsbilder und so weiter einsetzen und auch für Fotos von Personen, die wirklich Fotos bleiben sollen. Und wenn ich mit BMG arbeite, das ist eher so
mittlerweile auch nicht mehr ganz so wichtig, weil man auch mittlerweile schon echte Vektorgrafik im Web verwenden kann. Aber wenn ich Vektorgrafiken als Pixelbilder darstellen will, würde ich auf jeden Fall eher mit BNG-Dateien arbeiten und wenn ich Transparenzen habe, speziell. Weil ich kann natürlich Vektorgrafiken, die ich in Pixelbilder umwandle, auch als GIF darstellen. Und GIF hat die Eigenheit, es kann auch Transparenzen, aber es kann dann entweder Vollfläche gefüllt oder transparent. Es kann keinen Übergang, der so halb transparent ist. Und GIF war ewig lang der Standard schlecht für Webgrafiken, weil es sehr kleine Dateien produziert. Da kann man auch bis zu 256 Farben nur machen, was, wenn man ein Farbfoto hat, nicht besonders befriedigend ist, weil dann das schon sehr verfremdet ist und manchmal auch so Stufen gibt und dergleichen. Gibt es verschiedene Techniken, kann man alles einstellen bei den GIF-Dateien. Wir können uns auch anschauen, wenn ihr wollt, wie die unterschiedlichen Dateien dann ausschauen. Aber grundsätzlich ist es mal so, GIF ist wirklich in einem sehr limitierten Einsatzfeld sehr praktisch, wenn man eben zum Beispiel Animationen machen will. Das geht mit anderen Pixelbildern eigentlich nicht. Aber BNG dabei sind sehr gut, wenn man Transparenzen braucht und mit soften Übergängen. Und JPEG-Dateien sind eigentlich für die meisten Fotos, wenn man es in ein Archiv packen will oder auch wenn man es online zeigen will, eine sehr gute Wahl. Und dort muss man sich halt dann anschauen, wie ist bei meinen Fotos speziell der Kompressionsstatus. Es ist nicht so, dass es eine Faustregel gibt. Mit dieser Einstellung, mit 80% Qualität und die Version und was auch immer, was es da gibt, wird es immer ein gutes Ergebnis liefern. Sonst hängt es wirklich stark von den Bildern ab. Manchmal ist es auch so, dass ich mit einem sehr kleinen Bild, einem sehr kleinen JPEG, eine tolle Qualität habe und bei einer anderen Aufnahme, wo ich die gleiche Einstellung habe, schaut es furchtbar aus. Es hängt wirklich von dem Motiv ab. Und mir ist schon oft aufgefallen, zum Beispiel bei Landschaftsbildern, wenn die Sonne stark scheint, wo es hohe Kontraste gibt, braucht dasselbe JPEG-Einstellung wesentlich mehr Speicherplatz als beim anderen Bild, wo man zum Beispiel einen tristen Tag hat. Und das ist ganz interessant. Ja, weil sie mehr Kontrast produziert offensichtlich. Ja, ja, das, ich bin jetzt nicht so in dem Format drinnen. Ich weiß nur, dass es in den meisten Fällen Schwierigkeiten produziert, weil es vielerorts nicht verstanden wird. Was sie da explizit versucht haben, bin ich gar nicht am Laufenden. Ich glaube, das ist eigentlich ein totes Format. Es wird eigentlich überall empfohlen, dass man es eigentlich nicht nutzen soll. Ja, ja. Aber ich, wo immer ich damit zu tun habe, sagen sie, naja, das JPEG 2000 sollte man lieber nicht verwenden. Das mag sein, dass die Programme es grundsätzlich unterstützen. Ich weiß nicht, wie gut sie es unterstützen. Ich habe auch nie einen Grund gesehen oder gehabt, JPEG 2000 explizit auszuwählen. Ja, ja, da haben sie sicher einiges rumgedrückt. Na gut, das ist aber die Interpolation, die kann man auch bei normalen JPEGs einstellen. Ja, also ich meine, ich habe auch den Eindruck, dass das heutzutage nicht mehr so relevant ist, weil die Geschwindigkeiten mit diesen ganzen Videodarstellungen sowieso viel stärker ausgereizt werden. Und ob ich da jetzt ein Bild habe, das sich stufenweise aufbaut oder nicht, ist fast irrelevant. Ja. Ja, ich würde sagen, das sind soweit die Basics, auf die ich eingehen wollte. Vielleicht noch ein kleines Wort zu Vektorgrafiken im Gegensatz zu Pixelbildern, weil das ein relevanter Unterscheidungspunkt ist. Ich bin ja auch gestern da gewesen, um über Inkscape zu reden. Und da ist einfach der Grund, warum wir auch Inkscape verwenden. Das ist für alles, was nicht Pixelbilder sind. Und Pixelbilder sind natürlich diese Daten, wo jeder einzelne Pixel, jeder einer Bildpunkt einen eigenen Wert kriegt und dementsprechend, je größer die Auflösung ist, die Datei umso größer wird. Hat den Vorteil natürlich, dass man wirklich sich keine komplexen Gedanken darüber machen muss, welche Farbraum ich verwende oder sonst irgendwas, weil die Pixelbilder in sich selbst sozusagen eine Einheit sind. Ich könnte jetzt mit Vektorgrafiken mit vielen Farbvariationen arbeiten und die kann ich auch später noch verändern in ein anderes Programm, wenn ich es reinlade. Und bei Pixelbildern sind es im Wesentlichen eigentlich die Bilder. Man kann schon Farbprofile zuweisen, aber das betrifft dann immer das ganze Bild. Und bei Vektorgrafiken kann ich wirklich kunterbunt in verschiedenen Programmen eingreifen, wenn ich zum Beispiel in Inkscape eine Vektorgrafik mache und in Scribus reinlade, um ein Layout daraus zu bauen, kann ich in Scribus sagen, okay, diese Farbe ersetzt mich durch diese und diese durch diese. Und ich habe die Grafik eigentlich nicht mehr angefasst, sondern ich sage einfach nur, die Referenzwerte ändere ich. Und das sollte ich auch tun in Scribus zum Beispiel, weil Scribus ist eines der wenigen Programme, die wirklich Druckgrafiken ordentlich erstellen können, in dem Sinne, dass sie genau ein XPDF 3 rauskriegen, das wirklich von Druckereien verstanden wird. Wenn ich das selber mit Inkscape mache, geht es meistens gut, aber wenn ich wirklich zuverlässige Farbwerte haben will, sollte ich das nicht tun. GIMP ist auch ein Programm, mit dem ich eigentlich native keine Vierfarbprozess Bilder erstellen kann, die für den Druck bestimmt sind.
wenn man zu so einer Firma geht wie Flyerlamp oder so, ist das wurscht, weil die nehmen auch RGB-Grafiken an. Man muss aber dazu sagen, dort geben sie dann natürlich keine Garantie ab, dass die Farben genauso sind, wie sie sein sollen. Ich habe schon viel mit denen gemacht und so weiter, und ich arbeite oft mit GIMP-Dateien und auch mit Inkscape-Dateien, und meistens gebe ich als RGB ab und das ist kein Problem, aber es ist schon ein gewisser sozusagen Vorteil, wenn man wirklich Vierfarbprozessfarben als Endergebnis hat, weil man sich dann einigermaßen sicher sein kann, dass das Ergebnis auch das sein wird, was man da geplant hat. Hat aber sehr viel mehr mit Erfahrungswerten zu tun und dass man weiß, wie sich verschiedene Farben auf welchen Papiersorten verhalten, mit welchen Oberflächentexturen und so weiter. Ich glaube, das hat einen größeren Einfluss als die eigentliche Auswahl der Farbprofile in Wahrheit. Man kann schon dort Fehler machen, keine Frage, aber die Materialunterschiede sind eigentlich meistens relevanter als die tatsächlichen Dateieinstellungen, meiner Erfahrung nach. Aber gehen wir mal auf unser Bild ein. Und ihr habt ja schon gesehen, wahrscheinlich haben wir jetzt alle eigentlich den Stick, die Daten. Ah, ja, genau, da vorne. Und ihr habt schon gesehen, da gibt es einige Bilder drinnen. Und wenn wir uns das mal anschauen, da gibt es Bären. Wenn ich jetzt, ich klicke es mal einfach an, nicht? Das ist das Startbild eigentlich. Ja? Das habe ich auch irgendwann mal aus dem Internet rausgesucht. Es ist frei lizenziertes Bild, wir dürfen also damit machen, was wir wollen. Aber da habe ich mir gedacht, ne, um mal bei Handgriffe vorstellen zu können, würde ich gerne den mittleren Bären da, der da drin sitzt, in einen anderen Kopf geben. Und das ist eine typische Retuschearbeit, die man mitunter zum Beispiel so als Einladung für Freunde oder so machen kann, dass man sagt, ich will ein Afro auf meinem Kopf haben und kann man dann rein retuschieren. So, das kann man relativ leicht mit GIMP machen. Hängt immer davon ab, wie gut die Qualität ist. Warte mal, das ist zum Beispiel, genau, das war ein Beispiel. Das war ein Kompressionsartefakt für ein JPEG mit einer sehr niedrigen Kompression. Man kann in diesem Bereich, ich hoffe, ihr seht das auch, da sieht man sehr deutlich, was es bedeutet, wenn man stark komprimiert. Obwohl in dem Jahr. Also das ist wirklich ein sehr, mit niedrigen Einstellungen, das Bild, die Datei ist sehr klein. Ihr seht, das hat nur 30 Kilobyte. Aber die Bildqualität ist auch dementsprechend schlecht. Man kann schon noch Sachen erkennen. Es wird irrsinnig schnell geladen werden. Aber es macht nicht wirklich Freude zum Anschauen und man möchte es nicht unbedingt aus der Hand geben, um zu zeigen, hey, ich habe das tolle Bild gemacht, ich habe da retuschiert, schaut euch das mal an. Das ist das Rohbild, das ich dann rein retuschieren möchte als Kopf. Man sieht schon, das ist deswegen ganz dankbar, weil es rundherum blau ist, hellblau, und das ist wirklich nur der Kopf schwarz. Das heißt, es wird dann bei der Selektion, dass wir nur den Bereich ausschneiden aus dem Bild, recht einfach werden. Wenn ich da im Hintergrund einen stark unterschiedliche Farben hätte, auch mit Grautönen vielleicht, die mit dem Helm sehr ähnlich sind, dann wäre das wahrscheinlich mehr Arbeit, das freizustellen. Aber es gibt auch verschiedene Methoden, das freizustellen. Das ist das Ergebnis in einem Quadratformat. Das ist ein anderes, ja, das ist zum Beispiel das Bild, habe ich ja ein Herz auch verwendet und einen Schlüssel gibt es auch noch. Also wir würden jetzt eigentlich in verschiedenen Schritten immer wieder mehr oder weniger ähnliche Arbeiten machen, weil dieses Bild, das wir als Zielbild vorhaben, verwendet verschiedene Bilder, um sie zu integrieren. Und da es verschiedene Möglichkeiten gibt, Bilder freizustellen, würde ich die unterschiedlichen Möglichkeiten anhand dieser Beispiele durchgehen mit euch. Also ich würde vorschlagen, wir machen mal dieses Bärenbild auf in GIMP. Man kann das entweder das Programm öffnen und dann dort drin öffnen, oder wir machen auf einen Rechtsklick drauf und sagen Open with Other Application, jetzt bei mir, weil ich auf GNOME bin mit Debian. Und dann suche ich mir halt einfach GIMP aus. Und dann macht er mir, ich habe halt 2.9 installiert, aber bei uns dürfte es nicht relevant sein, welche Version wir gerade installiert haben. Bitte? Ich habe es noch gar nicht ausprobiert, weil ich auf Debian unterwegs bin und bei mir sowieso noch nicht die neueste Version da ist. Aber ja, ich kann es wirklich noch nicht beurteilen. Es ist aber auch nicht so, dass mir beim alten was gefehlt hätte. Ich war mal vor Jahren hier bei den Linux-Wochen und da haben sie mir erzählt, was sie alles vorhaben mit GIMP. Und das war absolut irre, was wir da erzählt haben, nicht? Allein von Textverarbeitungsmöglichkeiten, die sie haben, da war es so, dass man strahlenförmig Texte anordnen kann und solche Dummheiten. Wo man sagt, okay, das ist völlig absurd, das kann man nicht mal mit den normalen Vektorbearbeitungsprogrammen. Ich weiß nicht, ob sie es umgesetzt haben, ich zweifle daran, weil es wird auch nicht viele Leute geben, die es wirklich brauchen. Aber ich lasse mich überraschen, wenn ich es dann auch bei Debian irgendwann mal kriege, wahrscheinlich in 2-3 Jahren. Ja. Also, wenn wir uns mal die Entwicklungsumgebung hier mal anschauen, also Entwicklungsumgebung, Arbeitsumgebung wäre wahrscheinlich das bessere Wort. Es ist leider wie immer bei uns ein bisschen verzerrt jetzt, wie ihr wahrscheinlich eh schon bemerkt habt, aber damit habe ich ein bisschen mehr Bildschirmfläche auch noch. Es ist so standardmäßig, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, geht GIMP in diesen Mehrfachfenstermodus auf.
Und der ist halt ein bisschen lästig, weil man da ständig mit den Fenstern rumzetteln muss, aber man kann das relativ leicht beheben, indem man da, Moment, wo war das? Single Window Mode, der letzte unten, den auswählt, bei Windows, Single Window Mode. Ich weiß nicht, ist bei Deutsch oder Englisch? Deutsch. Ja, ich hoffe, ihr könnt ihm trotzdem folgen. Es sollte mehr oder weniger an denselben Stellen sitzen. Und wenn man das mal umschalten, dann hat man ein großes Fenster, das man auch mit einem Doppelklick auf die Bildschirmgröße verändern kann. Und dann ist es schon ein bisschen einfacher im Management, weil man nicht ständig mit dem Fenster herumwirtschaften muss. Den Stick, wer hat den jetzt gerade? Okay. Ja, es geht mit allen Bildern. Es ist nicht so wichtig, dass wir genau die richtigen haben, aber ist wahrscheinlich bequemer mit den Bildern dann. Also wir haben jetzt mal im Hintergrund das Bild geöffnet und wir sehen da schon, dass da ein ganzer Haufen Werkzeuge drüben sind. Eins der wichtigsten Werkzeuge ist gleich das erste in Wahrheit. Das ist das Select-Tool. Werdet ihr wahrscheinlich von vielen verschiedenen Programmen kennen. Man kann da jetzt eben Bereiche definieren, die sind dann markiert. Und wenn man jetzt irgendwelche Arbeitsschritte setzt, wird nur dieser markierte Bereich davon betroffen sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur, um zu zeigen, was es tun kann, wenn ich sage, ich mache jetzt von mir aus invertieren, was immer, invert, dann werden die Farben alle umgekehrt, was natürlich beim RGB-Farbmodus zu einem seltsamen Ergebnis führt, also ob ich ein Negativbild hätte. Das ist jetzt sozusagen vernichtend gemacht in dem Sinne, ich habe den Effekt angewandt, direkt auf dieser Ebene, die das Originalbild ist. Damit habe ich theoretisch keine Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen, außer ich mache den Schritt zurück. Da könnte ich jetzt Steuerung Z anwenden, was ja fast allen Programmen funktioniert. Aber was auch gibt, und das ist ganz interessant in diesem Programm hier, hier gibt es da rechts so Menüpunkte, so einen Reiter mit dem Pfeil, dem gelben. Und bei diesem gelben Pfeil kann ich die ganzen Schritte, die ich bisher gemacht habe, auch anschauen. Das sind repräsentative Bilder von dem jeweiligen Schritt. Und wenn ich da einen Schritt zurückgehe, das ist das Basis-Image, dann kann ich die Selektion wieder hervorheben und so weiter. Also ich kann wirklich die gesamte Historie nachvollziehen, indem ich mir jeweils den Schritt aussuche, den ich haben will. Jetzt hat das nur eine Eigenheit. Wenn ich von einem Schritt zu dem zurückgegangen bin, den auswähle und von dort weiterarbeite, dann kann ich nicht weiter zurückgehen wieder auf das, was vorher mal Vergangenheit war. Weil er setzt von diesem Punkt neu an und sagt, okay, alles, was ich jetzt verändere, ist in meiner neuen Historie. Ich kann nicht verschiedene Historien speichern. Das heißt, wenn ich irgendwo hin zurückgehe und dann doch wieder einen Schritt zurückgehen würde, nachdem ich was gemacht habe, habe ich leider verloren. Ich muss wirklich mir aussuchen, ich gehe nur so weit zurück, wie ich es haben will, und alles, was ich später gemacht habe, werde ich nicht mehr wiederkriegen, wenn ich irgendwas anderes getan habe. Und da reicht schon so etwas wie Selektion aufheben, weil das ein neuer Schritt ist. Jetzt hat er eben zum Beispiel, weil ich da daneben geklickt habe, die Selektion aufgehoben habe, hat er jetzt die zukünftigen Schritte, die ich vorher gesetzt hatte, weggeworfen. Weil ich habe einen neuen Schritt gesetzt und so ist es. Also jetzt, das ist, was ich jetzt den Status habe, ist praktisch das, was vielleicht manche von euch gleich gemacht haben, als ich es gesagt habe, einen Steuerung Z zu drücken. Also ich bin jetzt eigentlich genau einen Schritt zurückgegangen. Das heißt, die Invertierung ist nicht mehr da. Bevor wir zu komplizierteren Schritten gehen, möchte ich zumindest mal auf die wichtigeren Tools eingehen, die man wirklich oft braucht und die sehr oft nützlich sind. Wenn wir da oben unter Image schauen, wahrscheinlich auf Deutsch Bild, gibt es da zwei verschiedene Einstellungen, die sehr spannend sind. Canvas Size und Scale Image, also das ist Arbeitsplatz oder Arbeitsbereich, ne? Und im Bild skalieren. Und die Unterscheidung zwischen den beiden ist sehr wichtig. Wenn ich auf Bild skalieren gehe, dann wird das ganze Bild, wie es ist, auf die jeweiligen Proportionen, die ich da dann einstelle, skaliert. Wenn ich aber die Arbeitsfläche einstelle, dann wird nicht das Bild skaliert, sondern der sichtbare Bereich. Das heißt, wenn ich bei Arbeitsbereich sage, okay, wir sind jetzt bei 2033 Pixel, was eine sehr seltsame Größe ist, sagen, ich will am Ende sowieso nur 2000 Pixel Breite haben, könnte ich das hier eingeben. Da dieses Verkettungssymbol nicht eingestellt ist, macht das nicht proportional. Das heißt, wenn ich das Verkettungssymbol anklicken würde, würde er proportional skalieren. Dann würde er sozusagen den gesamten Arbeitsbereich dieselbe Proportion behalten, aber eben kleiner werden, sodass die Länge 2000 Pixel ist und die Höhe würde sich automatisch anpassen. Ich mache das jetzt absichtlich nicht, weil ich nur die Breite anpassen will. Und wenn ich da zum Beispiel auf Center klicke oder irgendwo mal reinklicke, dann tut das nämlich automatisch, dann sieht man unten eine Vorschau. Er würde mir da drüben jetzt diesen rechten Teil wegschneiden. Ich kann da unten auch verschieben den Ausschnitt, den ich will. Und es kommt manchmal vor, dass ich sage, ich weiß genau, welche Größe ich haben will vom Endbild und es ist mir egal, ob es abgeschnitten wird. Das hat 1256, es wird 1000 hoch sein, wird also auch in der Höhe ein bisschen kleiner werden.
Jetzt könnte ich sozusagen das Bild, den Ausschnitt wieder unten aussuchen, was ich haben will. Ich kann das natürlich auch mit diesen Werten machen. Oder ich kann es hier auf Zentrieren klicken. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja. Und da unten kann ich noch aussuchen, ob die einzelnen Ebenen, wenn ich mehrere habe, im Moment haben wir nur eine, ob die einzelnen Ebenen jetzt auf diesen Bereich auch skaliert werden oder ob sozusagen nur der dargestellte Rahmen kleiner ist. Und wenn ich das Bild dann später verschiebe, dann würde ich sozusagen den Bildbereich, der außerhalb des sichtbaren Bereichs liegt, immer noch haben. Da könnte ich das Bild sozusagen nochmal, wie ich es hier jetzt in der Vorschau gemacht habe, könnte ich es dann nochmal verschieben. Ja, jetzt geht es wieder. Okay. Also genau das könnte ich dann später machen, wenn ich eben die außerhalb liegenden Bereiche nicht abschneide. Ich mache da hier jetzt gar nichts, aber da sieht man nur, was passieren würde. Ja? Geht da wieder raus, Cancel. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf Image gehen, und das ist ein wichtiger Faktor, Scale Image, also eben das gleiche machen würde wie beim anderen vorher, da ist es auch automatisch angehakt, dass die Vorauswahl anders als beim anderen. Hier sagt er automatisch, dass das verknüpft ist, das bedeutet, da wird die Proportion beibehalten. Und wenn ich hier jetzt zum Beispiel eben 2000 eingebe, dann wird automatisch auch die Höhe anpassen. Da unten gibt es noch die DPI, die ist, wenn man für den Bildschirm arbeitet, eigentlich ziemlich irrelevant, weil da stellt er mir sowieso immer nur Pixel dar und ob ich jetzt sage, dass ein Inch 300 Pixel hat oder ein Inch 100 Pixel hat, spielt für das Bildschirm macht keinen Unterschied, weil der verwendet kein Inch, sondern die Pixelmaße. Aber wenn ich für den Druck arbeite, kann das mitunter relevant sein. In Wahrheit ist es auch nicht wirklich relevant, man muss halt nur wissen, was man tut. Man sollte für den Druck zum Beispiel keine Bilder verwenden, hängt davon ab, was man macht, aber für die normalen Drucklayouts, die man in der Hand hält, wäre schon ganz gut, wenn man so ca. 300 dpi hätte. Man braucht keine 500 oder 600 dpi, die bringen einem nichts, aber zum Beispiel Flyer Alarm als Referenzwert, weil das viele verwenden, ist momentan die Einstellung, dass man sagt, man sollte 356 Pixel pro Inch verwenden, was eine komische Zahl ist, aber sie haben sich die ausgesucht. Also ein bisschen mehr als traditionell üblich. Aber über diesen Wert Bilder in einem Layout drin zu haben, ist meistens Datenmüll, weil es sowieso nie so fein aufgelöst gedruckt wird. Es mag Ausnahmefälle geben, aber damit werden wir wahrscheinlich als Leute, die jetzt nicht unbedingt im professionellen Bereich arbeiten, nie zu tun haben. Also wenn es nicht irgendwelche Kunstdrucke sind oder so. Also das heißt, diesen zweiten Wert da unten wird man in der Regel nicht brauchen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Verkettungssymbol hier mal wegnehme und jetzt das gleiche mache wie beim anderen, was ich hatte, mit diesen 2000 mal 1000, wenn wir das mal eingeben. In dem Fall kann ich es nicht machen, weil ich keine Vorschau habe, da muss ich es einfach mal anwenden. Also da gibt es nicht Go oder bestätigt noch was, das heißt einfach Scale, auf Deutsch wahrscheinlich skalieren dann unten rechts sehen. Und dann sieht man schon, was passiert. Okay, in dem Fall ist es kein gutes Beispiel, machen wir nochmal einen Schritt rückgängig. Stimmt, ich habe nicht genügend Änderungen gemacht. Also ich habe eine STRG-Z gedrückt, gehe nochmal rein in dieses Scale-Image und ich gebe es jetzt anders ein, damit wir einfach den Unterschied wirklich sehen können. Also ich mache 1000 mal 1000, weil das ist nämlich das, was vielen Leuten passiert, wenn sie das Programm noch nicht so gut kennen. Dass sie hier denken, okay, ich stelle das Bild einfach um auf die Proportion, die ich brauche und dann ist alles wunderbar. Und dann haben wir ein verzerrtes Bild. Und das wollen wir in der Regel nicht, deswegen ist auch die Voreinstellung beim Bild skalieren mit diesem Kettensymbol, dass es proportional skaliert wird. Wenn man fixe Größen haben will, ist in der Regel viel besser, wenn wir die Canvas Size nehmen, also der erste Wert, den ich euch gezeigt habe, weil dort passiert es mir nicht, dass ich das Bild skaliere, da skaliere ich nur den Ausschnitt und selbst wenn ich die falsche Proportion da reingebe, habe ich nur den Ausschnitt verändert und das Bild ist immer noch im Originalzustand und nicht verzerrt. Also ich mache jetzt das auch nochmal rückgängig. So. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Bild quadratisch haben möchte, werde ich entweder das über die Canvas Size lösen oder was auch ein sehr bequemer Weg ist, weil ich mir da nicht unbedingt die Werte, die ich jetzt aktuell hat, anschauen muss, es gibt dieses Messersymbol hier. Wenn ich das mal anklicke, dann kriege ich da unten weitere Optionen. Bei mir ist das ein bisschen eng, deswegen mache ich das Feld hier breiter. Kann man so rüberziehen. Eine Breite, die mir gefällt, so ungefähr. Und man sieht schon, hier stehen eigentlich auch die Werte drinnen, aber die sind einfach automatisch übernommen von dem Bild, das es hat. Und wenn ich da jetzt auf Fixed klicke, dann kann ich hier auch eine Proportion einstellen und das ist oft möglich, wenn Leute zum Beispiel, was ich ja nicht empfehlen würde, aber zum Beispiel mit Facebook oder so arbeiten und sagen, hey, ich weiß, ich brauche das Bild in dieser Größe, das hat, weiß ich nicht, 1200, also ich mache jetzt wieder ein quadratisches Bild, weil das einfach deutlicher ist. Das ist 180 zu, also Doppelpunkt 180, das wäre ein Quadrat.
Ich könnte ja auch 1 zu 1 eingeben, und an der Stelle macht das eigentlich überhaupt keinen Unterschied, weil es wirklich nur ein Proportionsverhältnis ist. Aber manchmal kriege ich Zahlen, die sind sehr kompliziert. 274 mal 312 oder so, da kann ich keine einfachen Ganzzahlen nehmen. Aber 1 zu 1 ist klar, das wird ein Quadrat. Das kann ich hier eingeben, wenn ich da fix geklickt habe und jetzt den Rahmen drüben ziehe, dann kann ich mir sicher sein, dass das auf jeden Fall immer ein Quadrat sein wird. Und vollkommen wurscht, wie groß das Bild im Originalkontext ist, es geht einfach nur darum, dass ich einen quadratischen Ausschnitt davon nehme. Das sagt noch nichts über die tatsächliche Größe des Bildes, auch selbst wenn ich da 180 eingegeben hätte statt 1 zu 1. Es geht wirklich nur um die Proportionsverhältnis und nicht darum, wie groß es am Ende wird. Weil es sucht mir wirklich nur einen Ausschnitt anhand dieses Rahmens, und den kann ich ja beliebig in der Größe skalieren. Man sieht schon auch hier bei GIMP, wenn ich mit der Maus drüber roll über diesen Rahmen, dann kriege ich solche Anfasser, die schauen ein bisschen ungewöhnlich aus. Da kann ich zum Beispiel von oben ziehen. Bei nicht proportionalen Dingen würde man nicht links und rechts dann auch was machen. Also wenn ich hier zum Beispiel das Fixed wegnehme, dann wird auch das 1 zu 1 dann theoretisch ausgegraut, tut er jetzt nicht, aber egal. Dann macht das nur noch von oben runter, weil ich es von oben anfasse. Wenn ich im Eck anfasse, nimmt er mir beide Richtungen mit. Aber man sieht schon, es geht in andere Proportionen dann auch. Damit es wirklich proportionsgetreu funktioniert, muss ich wirklich dieses Fixed hier angeklickt haben. Dann kann ich mir immer sicher sein, dass es wirklich ein Quadrat ist oder eben die Proportion, die ich hier eingebe. Aber solange man das noch nicht jetzt einen Doppelklick reingemacht hat in diesem Bereich, man sieht ja, dass er dann recht dunkler macht, kann ich das auch noch verändern. Ich kann aber jetzt zum Beispiel keine weiteren Arbeitsschritte setzen, bevor ich das nicht sozusagen in der Mitte mal geklickt habe, dass es mir wirklich zuschneidet. Und in dem Fall hat es mir wirklich abgeschnitten, das Bild. Das heißt, wenn ich jetzt diese Ebene verschieben möchte, es gibt zum Beispiel dieses Pfeilwerkzeug da, diese blauen Pfeile da. Wenn ich das anklicke, dann merke ich, da unten gibt es auch zwei Optionen. Ob man da Big Layer or Guide or Move Active Layer. Und das ist sehr relevant, dass man diese Einstellung hier nicht übersieht. Das bezieht sich bei GIMP, ist es genauso wie bei Photoshop oder vielen anderen Layout-Programmen. Ich habe eigentlich immer Ebenen. Und jetzt, das ist verwirrend, weil hier haben wir ja immer noch die Historie eingeblendet. Die schauen aus wie Ebenen. Das ist aber die Historie. Wenn ich die Ebene haben will, muss ich da oben wieder auf die Ebenen klicken. Man sieht schon, ich habe nur eine Ebene in Wahrheit. Aber dementsprechend ist kein großes Abenteuer, was ich jetzt auswählen werde, wenn ich da einfach reinklicke und ziehe, weil es gibt eh nur die eine Ebene. Aber man sieht, das Bild ist links und rechts abgeschnitten. Wenn ich es verschiebe, ist auch nichts mehr da an Informationen. Mache ich wieder rückgängig, STRG Z. Und ich mache es nur nochmal rückgängig, dass ich den Schnitt auch wieder wegnehme, weil eigentlich braucht man das größere Bild. Aber auf die Art kann man sehr bequem Bilder zurechtschneiden. Und es wird aber in der Regel, selbst wenn ich es mit diesem Messer mache, was ich gerade vorher gezeigt habe, ist es ja so, dass wir am Ende wirklich eine fixe Größe haben wollen und nicht nur eine Proportion. Oder? So, für das Klickproblem hier. So. Also, habe ich wieder dieses Quadrat, weil es ja angehackt ist. Er merkt das vom letzten Mal, was ich zuletzt verwendet habe, wenn ich das Werkzeug hatte. Ich mache wieder dieses Quadrat. Also wenn ich das jetzt zuschneide nochmal, dann sieht man, wenn man hier unter den Eigenschaften reingeht, Image, Scale Image, das hat einfach irgendeine Größe. Nicht? 1256 war wahrscheinlich nicht die Größe, die ich brauche. Ja? Zeigst du gleich nochmal? So, ups, Cancel, so, mach nochmal rückgängig. Es ist dieses Messerwerkzeug. Dann klicke ich einmal drauf und dann klicke ich ins Bild und ziehe einen Rahmen. Und dann ziehe ich den Namen so, wie ich will. Also solange ich nicht einen Klick in die Mitte mache, einfach nur, kann ich das noch verändern. Und wenn ich einen Klick in die Mitte mache, ist es weg. Ich glaube, man kann das auch über das Menü irgendwie bestätigen, also, aber der Klick in die Mitte ist natürlich die einfachere Lösung. Aber was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, wenn ich eben die Image-Eigenschaften an, Scale Image anschaue, dann habe ich hier eben die Möglichkeit, eine andere Proportion einzugeben, nicht die Proportion, das sind wirklich die Pixel in dem Fall. Wenn ich sage, ich möchte 800 mal 800 haben und das Kettensymbol ist eh noch da, kann ich auf 800 klicken, unten einmal reintipsen und ich habe beide 800. Und wenn ich jetzt auf Scale klicke, dann wird das auch wirklich runtergerechnet. Jetzt schaut das aber sehr klein aus, das sind eigentlich optisch gesehen nicht 800 mal 800 Pixel. Und das liegt daran, dass da unten, das ist für die Ansicht, auf 33,3% steht. Das bedeutet, da stellt es mir in einem Drittel der Größe dar. Wenn ich da auf 100% gehe, dann sehe ich die tatsächliche Größe des Bildes. Vorher wäre die natürlich noch größer gewesen, aber die geht sich jetzt ja schon fast im sichtbaren Bereich aus. Du meinst jetzt bei dem Anschauen, das ist nur die Ansicht. Der Wert da unten, der hat mit dem Bild in dem Sinne nichts zu tun, der ist nur die Ansicht.
Da kann ich auch auf 12,5, damit so ein Briefmarkengroßes Ding. Das ändert das Bild gar nicht, das ist wirklich nur die Ansicht. Aber beschnitten habe ich jetzt zum Beispiel ein bisschen 800 und 800, das war bereits eine Reduktion. Da habe ich es runtergerechnet von den 1200 irgendwas, das da waren, auf die 800 mal 800. Die Kompression habe ich nicht geändert. Ich habe nur die Auflösung geändert. Das heißt, ich habe mehrere Pixel. Es wurde neu berechnet, das Bild, auf einer kleineren Größe. Die Frage ist, wann es größer wieder war, ist der Ursprung noch da? Nein. Ist schon weg. Also das ist, wenn ich irgendwas runterskaliere und es einmal bestätigt habe, ist es auch weg. Wenn ich es wieder haben will, muss ich die Schritte zurückgehen, wo es noch größer war, und dann die Schritte neu setzen. Also, sobald ich bei GIMP irgendeine Aktion abschließe, wird das wirklich umgerechnet. Es ist zum Beispiel nicht so, wie es beim Photoshop ist, und das ist ein Nachteil. Vielleicht haben sie das bei der neuen Version eh schon behoben, weiß ich nicht. Bei Photoshop ist es so zum Beispiel möglich, dass man Texte eingibt und diverse Effekte darauf verwendet und den Text noch weiter als Text bearbeiten kann. Das ist bei GIMP nicht möglich. Bei GIMP ist, sobald ich einen Effekt darauf anwende, einen Schlagschatten, eine ich weiß nicht was, dann wird dieser Text in Pixelgrafik umgewandelt. Und dann kann ich sozusagen den Text nicht mehr bearbeiten. Deswegen mache ich es dann in der Regel so in GIMP, dass ich den Text erhalte, verstecke, die Ebene ausblende und in einer neuen Ebene diesen Effekt anwende. Und wenn ich den Text später mal bearbeiten will, habe ich den Text noch in der richtigen Größe und Farbe und so weiter, aber ich muss halt die Effekte nochmal neu drüberlegen. Wie kann ich viel, sobald ich einen Effekt anwende, ist der Text als Text verloren. Das werden wir später eh noch haben. Also ich gehe wieder zurück. Es ist etwas, das ich gern habe, zurückzugehen. Also STRG Z ist wirklich ein Befehl, den ich dauernd brauche. Okay, da bin ich noch nicht so weit zurück, wie ich will. Jetzt habe ich wirklich das Originalbild wieder, das wir vorher geladen haben. Also wenn ich auf 100% gehe, man sieht, es ist ziemlich groß. Und man sieht auch, dass es recht weit drüber geht noch. Aber 100% Größe in dem Fall zu arbeiten, ist uns jetzt nicht sinnvoll. Mal 50 ist immer noch ein bisschen zu groß. Machen wir 33 wieder. Also bei der Bildgröße, bei der Originalen, ist 33% eher eine gute Größe, weil da sehe ich das ganze Bild, ohne dass ich da rumbasteln muss und ich ständig rumschieben muss den Ansichtseffekt. Jetzt mache ich mal eine zweite Ebene rein. Das ist sozusagen der erste Schritt in unserer Aufgabe, abgesehen von den Skalierungsgrößen, die wir eigentlich am Ende erst wirklich brauchen. Wir haben ja gesagt, wir wollen da diesen Darth Vader Ballon als Kopf von einem mittleren Bären verwenden, so wie es unser Vorschaubild macht. Jetzt könnte ich natürlich die Bilddatei öffnen und dann rüber kopieren und so weiter. Aber es gibt auch die Möglichkeit in GIMP, dass ich direkt unter File auf Import gehe. Moment, Open as Layers, so heißt es. Open as Layers. Das heißt, da wird es nicht in einem neuen Tab geöffnet als neue Datei, sondern es wird gleich in diese Datei als Ebene hineingeladen. Und genau das brauchen wir eigentlich in dem Fall. So, wo ist der Darth Vader? Da ist er schon. Und da werden wir auch gleich sehen, was man oft haben wird bei Retuschearbeiten und Kombinationen von verschiedenen Bildern. Jetzt gehe ich wieder auf dieses Pfeilbild, nachdem ich es gemacht habe, also dieses Pfeil-Icon zum Verschieben der Ebene. Und jetzt kann ich die Ebene anfassen und den Kopf mal in die Mitte so circa bringen. Wir sehen schon, er ist eigentlich zu groß, er passt noch nicht mal in den sichtbaren Bereich. Und er wird sowieso für den Bären viel zu groß sein, das wird nicht ausschauen, als ob der Bär das wäre. Das kann ich zum Beispiel ausprobieren, indem ich kurz die Ebene da mal ausblende, dann sehe ich, wie groß der Bär ist und wie groß die Ebene mit dem Kopf drüber ist. Also wird nicht besonders sinnvoll sein. Das heißt, bevor wir den Kopf bearbeiten können, müssen wir ihn eigentlich ein bisschen runterskalieren, weil sonst, oder wir machen den bearbeitbaren Bereich größer, damit wir den gesamten Kopf bearbeiten können. Weil sonst müssen wir ständig hin und her schieben und das würde sehr mühsam werden. Also ich schlage in dem Fall vor, weil wir sowieso eigentlich den Kopf insgesamt am Ende kleiner brauchen, als er da drin ist, dass wir diese Ebene ein bisschen skalieren. Und da müssen wir jetzt auch aufpassen. Das ist ein wichtiger Unterschied, ob ich eine Ebene skalieren will oder das gesamte Bild. In dem Fall will ich wirklich nur diese Darth Vader-Ebene skalieren und nicht die Bären. Und deswegen gebe ich hier in das Layer-Menü hinein und sage Scale Layer. Das ist die untere Option hier. Und da ist es ein bisschen unpraktisch, gebe ich zu, weil man nicht wirklich direkt sieht, was man tut. Da muss man schauen, okay, das ist die Originalgröße, wie groß, wie breit ist mein Originalbild und so weiter. Aber wir haben gesehen, es fehlt nicht viel oben und unten. Das Bild ist ja fast in der richtigen Größe. Also ich werde wahrscheinlich ziemlich sicher sein, dass ich immer noch ein recht großes Bild habe und trotzdem den ganzen schon drauf kriege, wenn ich hier einfach die kleinen Werte wegnehme und nur auf die 3000 gehe. Das ist so ungefähr geschätzt. Wir brauchen es ja nicht ganz genau. Leider habe ich eben hier keine Vorschau, deswegen muss ich es mal ausprobieren. Ich kann ja jederzeit wieder STRG Z machen, wenn es falsch war.
Aber wenn ich das jetzt mal auf diesen Wert berechne, man sieht schon, der Kopf ist in der Regel jetzt groß genug, dass ich ihn verwenden kann. Zumindest zum Retuschieren. Und beim Retuschieren schlage ich allgemein vor, rechnet die Bilder nur so weit runter, wie es unbedingt notwendig ist, beziehungsweise wie es notwendig ist, damit euer Rechner noch sinnvoll damit arbeiten kann. Man hat manchmal 40.000 mal 40.000 Pixel Fotos von irgendwelchen Leuten, die Freaks sind und tolle Kameras haben, die irrsinnige Auflösung haben. Und wenn man jetzt nicht die stärkste Hardware hat, dann hängt sich der Rechner regelmäßig auf, weil man die Bilder nicht bearbeiten kann. Wenn man schon weiß, dass man eigentlich nur eine Webgrafik machen will daraus, kann man sie ruhig ziemlich weit runterrechnen. Es ist natürlich trotzdem gut, im Bearbeiten der Retusche in höherer Auflösung zu arbeiten, weil dann kann man genauer reinschauen, genauer reinzoomen, wirklich präziser arbeiten, und wenn man später runterrechnet, sieht man diese Unpräzisitäten, die man da noch immer hat, nicht mehr, weil sie eh interpoliert werden. Also es ist in der Regel schon gut, in Retuschearbeiten größer zu arbeiten, als man es am Ende braucht, aber nicht wesentlich größer. Also wenn es doppelt so groß ist, ist es vielleicht praktisch, aber wenn es zehnmal so groß ist, ist es sinnlos. Und jetzt gibt es da verschiedene Tools, jetzt wird es dann spannend, was man so tun kann. Also wir haben ja diesen blauen Hintergrund und man könnte jetzt einfach beginnen, diesen blauen Hintergrund wegzulöschen. Und da gibt es ja so zum Beispiel Radiergummi-Tool. Wenn ihr das mal anklickt, dann wird nicht ganz das sein, also wenn ich schaue nochmal da hinten rein. Ja. Da ist ein Foto drin, ist klar, das kennen wir schon. Und das andere drüber, das ist hellblau. Und wenn ich das Blaue wegradiere, sollte ich eigentlich diesen Hintergrund sehen. Und wenn wir das mal versuchen, da sehen wir auch, da kann man die Größe des Radierers einstellen. Ich mache den mal größer, damit man sieht, ein bisschen mehr hat, und auch die Pinselspitze, das ist eine weiche Kante, ich mache jetzt mal eine scharfe Kante. So, dann sieht man deutlich, was passiert. Aber wo ist das Bild im Hintergrund? Die Ebene darüber macht weiß. Und das liegt daran, dass, also wenn ich wirklich den Inhalt wegretuschiere, dass es weiß wird, liegt es daran, dass da der Hintergrundfarbton definiert ist und der ist weiß. Was an sich kein Problem ist. Aber ich kann keine Möglichkeit machen, ich habe keine Möglichkeit, in diesem Bild eine Transparenz zu erzeugen, weil das Bild an sich keine Transparenzwerte hat. Damit es eine Transparenz haben kann, muss ich da einen Rechtsklick auf die Ebene machen. Und da unten gibt es Add Alpha Channel. Und Alpha Channels sind in fast allen Layout-Programmen die Dinge, die Transparenzen beherrschen. Den kann ich jetzt mal hinzufügen. Schaut jetzt nicht so aus, als ob irgendwas anders wäre, aber wenn ich jetzt mit dem Radiergummi nochmal drüber gehe, sehe ich das, was dahinter ist. Also niemals vergessen, dass wenn ihr einen transparenten Bildbereich haben wollt, dass ihr entweder ein Bild reinlädt, so wie ein BNG mit echter Transparenz, das schon Transparenzen hat, oder nachträglich eben einen Alpha-Channel dem Bild zuordnet, der Ebene zuordnet, weil sonst werdet ihr niemals die Chance haben, eine echte Transparenz zu produzieren. Jetzt könnte ich, wie gesagt, das ganze Bild wie das Radiergummi bearbeiten, dann ganz präzise hier herumarbeiten, das würde relativ lang dauern und wäre ein bisschen mühsam. Und es gibt aber auch einfachere Möglichkeiten in GIMP. Ich könnte jetzt zum Beispiel, da gibt es noch ein paar andere Tools, mit denen man Pfade finden kann. Da gibt es das Path-Tool, Create a Path, das wäre die eine Möglichkeit. Da kann ich wirklich mit so einer Art Bresier-Kurve Punkte setzen, Tangenten und so weiter und genau die Form nachzeichnen. Bei so einer einfachen Form ist das auch möglich. Ist mir jetzt trotzdem zu mühsam. Also ich kann euch das dann auch zeigen, wenn wir genug Zeit haben, machen wir das noch. Aber es gibt noch weitere Tools, die mitunter sehr hilfreich sind. Ich schaue jetzt mal, welche das genau. Das ist dieses Messer-Tool. Da steht eh schon dabei, was es im Wesentlichen tut. Also es findet die Konturen selbst, wenn ich nah genug ansetze. Das heißt, ich gehe mal auf dieses Messer-Tool hier und fahre mal ungefähr dieser Kontur entlang. Man sieht dann eh, also ich klicke einmal hin und mache den nächsten Klick, so. Und wenn ich, solange ich da nahe genug dran bin, man sieht, deswegen ist es ganz wichtig, dass ich ein Foto ausgewählt habe, das gute Kontraste zwischen dem Blau und Schwarz hat, da ist es relativ leicht. Da kann ich recht großzügig setzen, weil er erkennt wirklich, wo ist die Kontur zwischen diesen Farbwerten. Den ersten Punkt, den ich gesetzt habe, der ist eh nicht besonders klug gewesen, aber das kann man später noch retuschieren. Ist auch ganz gut, dass ich einen Fehler drin habe. Aber man sieht, so ungefähr, das schaut schon nicht so schlecht aus. Jetzt hier beim Ding, da wird es wahrscheinlich nicht ganz eindeutig sein. Probieren wir es mal aus, ob er da auch außen rundherum geht. Ne, da schneidet er unten ab. Ist mir jetzt in dem Fall eigentlich eh recht, weil eigentlich möchte ich ja nur den Kopf draufsetzen. Der untere Bereich da, der ist mir sowieso egal, man soll ja auch keine Schnüre später sehen. Deswegen jetzt stört es mich nicht, dass er mir diesen Korb unten abschneidet. Machen wir einfach diese Kurve hier fertig. Klicken wir herum. So, bald sind wir fertig. Mal schauen, ob ich da rausgehe. Jetzt, da habe ich jetzt einen Fehler drin. Den lasse ich jetzt mal so sein, wie er ist, weil dann können wir später noch die Feintuning-Geschichten machen. Jetzt habe ich da nur mal eine Markierung rundherum, die tut noch nicht viel in Wahrheit.
Aber was ich daraus machen kann, ist, dass ich sage, okay, ich mache mal eine Ebenenmaske zum Beispiel. Ich sage, es ist noch nicht fertig, was ich tun will. Dann kann ich da einen Rechtsklick drauf machen und sagen, Add Layer Mask. Klicke ich mal drauf. So. Und dann kriege ich hier so einen Dialog. Und wenn ich sage, ich möchte die Selektion verwenden dafür, dann schauen wir mal, was passiert. So. Nicht, dass es ich wollte. Und das liegt daran, dass die Selektion noch nicht fertig war. Ich mache nochmal rückgängig. Weil die Selektion hat das Problem, dass ich natürlich auch die Selektion beenden muss. Moment, jetzt habe ich es verloren. Habe ich doch mal falsch geklickt. Da, Eraser. Ja, man sieht auch, dass ich die Selektion so ja nicht einfach wiederholen kann, weil sie nie finalisiert wurde. Ich habe sie nie bestätigt gehabt. Ich habe sie zwar gezeichnet. Ja, ich mache es einfach jetzt nochmal und vielleicht fange jetzt absichtlich auch wieder weiter außen an, damit ich das habe. Also in dem Fall war ich nicht präzise genug, ich habe meine Daten verloren. Aber ich glaube, ich brauche gar nicht so viele Ankerpunkte, wie ich vorher gemacht habe. Er braucht ein bisschen zum Nachdenken, wenn man längere Punkte setzt, aber er kann es trotzdem. Also ich mache das jetzt nochmal schnell. Ah, man sieht, da hat er es nicht geschafft. Aber das werde ich jetzt vorläufig auch noch nicht beheben. So, man sieht, er hat da einige Ungenauigkeiten drin. Also das ist, weil ich viel geschlampt geklickt habe. Wir haben ja vorher schon gesehen, dass es besser gemacht hat, wenn ich genauer geklickt habe. Aber jetzt klicke ich mal in die Mitte und jetzt ist es eine Selektion. Weil ich habe vorher nämlich nicht in die Mitte geklickt. Und dann war es noch im Bearbeitungsmodus. Aber jetzt habe ich in die Mitte geklickt und jetzt kann ich diese Selektion, wie es hier ist, genau mit diesem Ding, Rechtsklick auf die Ebene, Add Layer Mask, und jetzt, wenn ich Selection auswähle, dann macht er hoffentlich, was ich will. Na komm. Klicken muss ich auch. So. Jetzt hat er den blauen Himmel weggeschmissen. Also alles, was nicht selektiert ist, versteckt er mir. Man sieht auch, dass da jetzt eine neue Zusatzebene in der Ebene, wie die Maske definiert, erstellt wurde. Und was jetzt bei GIMP ganz lustig ist, so, klicke ich das mal weg, dass man so auch sieht, was daraus gekommen ist. Ich kann bei GIMP nicht nur die Bilddatei bearbeiten, jetzt könnte ich da rumretuschieren und da trotzdem noch das Beweise weglöschen mit einem Radiergummi und so weiter, aber damit würde ich wirklich den Hintergrund schon vernichten. Wenn ich sage, ich möchte später vielleicht ein leichtes Blau noch behalten oder was auch immer, dann ist es nicht gut, wenn ich es weglösche, wenn ich es eigentlich gar nicht brauche. Also ich mache es in der Regel so, dass ich zuerst immer versuche, die Sachen zu bearbeiten, eben zum Beispiel mit einer Maske, weil die Maske kann ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt da drauf klicke, sagen, okay, Disable Layer Mask, dann tut er so, als ob sie nicht da wäre. Aber ich habe sie immer noch, wenn ich sie später brauche. Ich kann sie dann einfach wieder enablen. Also das Disable wieder weggeben, dann ist sie wieder da. Und das Schöne daran ist jetzt einfach, ich kann auch in der Maskenebene arbeiten. Man sieht das nur sehr schlecht leider, weil wenn man hin und her klickt, da gibt es einen weißen Rand. Und wo der weiße Rand sitzt, dort arbeite ich gerade. Das kann auch verwirrend sein, weil wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich würde gerne einen roten Punkt auf seine Nase machen und ich sitze in der falschen Ebene drin, sagen wir, ich nehme wieder den Pinsel zum Beispiel, suchen wir wieder einen runden Kreis aus, der nicht so softe Kanten hat. Man sieht, der ist recht groß. Und ich sage, ich suche mir eine rote Farbe aus. Klicke einmal auf das Farbfeld, das ist der Vordergrund, und schiebe den Träger darum nach rot, dass es da unten einen roten Farbton hat. Klicke auf OK und würde jetzt erwarten, dass ich da einen roten Punkt kriege, wenn ich draufklicke. Ich bin ja in der richtigen Ebene, wie man das sieht. Ich bin beim Darth Vader, der ist blau hervorgehoben. Wenn ich da draufklicke, habe ich plötzlich eine Maske stattdessen. Und das ist nur deswegen, weil man sieht auch den schwarzen Punkt hier drinnen, weil ich in der Maskenebene gearbeitet habe. Ich mache das jetzt nochmal rückgängig, STRG-Z, und klicke explizit auf die Bildebene selbst und mache jetzt den roten Punkt hin. Und jetzt ist er wirklich da. Und das ist wirklich wichtig, dass man genau schaut, worin man arbeitet. Nicht? Also ich mache jetzt auch absichtlich das nochmal rückgängig. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich habe vorher nicht genau aufgepasst, ich habe die Bärenebene selektiert und mache jetzt den roten Punkt. Scheint gar nichts zu passieren. Und das liegt nur daran, dass ja eigentlich, ich habe in der unteren Ebene gearbeitet, wenn ich die Ohren wegblende, sehe ich, er ist eh da. Also es ist sehr wichtig, immer darauf zu achten, auf welcher Ebene wir gerade arbeiten und was da drüben im Ebenen-Symbol, also Ebenenfenster markiert ist. Okay. Also Masken gibt es ja in verschiedenen Layout-Programmen und Masken sind im Wesentlichen ein Weg, anhand einer Form eine andere Form wie eine Standfläche zu machen. Das heißt, du siehst anhand der Maske die Form, die sie hat, dass du entweder alles andere als diese Form zeigst oder nur das, was innerhalb dieser Form. Das ist im Wesentlichen, was eine Maske tut.
Und wir haben ja vorher mit dieser Selektion um diesen Helm herum eine Maske erstellt. Und die Maske tut genau das, diese Selektion, die du gemacht hast, der Bereich wird dargestellt. Man kann das auch in Inkscape umstellen, dass es genau umgekehrt ist. Können wir uns später vielleicht mal anschauen. Aber ist nicht wichtig, weil das ist eh nur ein Klick, ob du das invertieren willst oder nicht. Worauf ich aber jetzt eingehen möchte, jetzt war jetzt mal diese Ebenen, dass ich immer darauf achten muss, im richtigen Ding zu sein. Also entweder Ebenenmaske oder Ebene selbst oder auch in der richtigen Ebene von denen hier. Und jetzt habe ich hinten eben die Maske selektiert. Und es ist wirklich dieser Schwarz-Weiß-Bereich praktisch. Ich kann die auch benennen, die Ebene, wenn ich einen Doppelklick drauf mache. Ist mir jetzt egal. Das ist meistens ganz gut, wenn ich ein Foto reinlade und das Foto einen sinnvollen Namen hat, dann brauche ich die Ebene nicht benennen. Wenn ich aber viele Ebenen habe und die bearbeitet habe, kopiert habe und so weiter, dann sind diese automatischen Benennungen irgendwann nicht mehr sehr sinnvoll. Dann ist es natürlich gut, wenn ich die Ebenen benenne, wenn ich später noch weiterarbeiten will. Vielleicht auch was noch am Seitenrand-Ding dazu. Wir haben jetzt noch gar keine Speicherung unserer Arbeit gehabt. Empfehle ich euch allgemein natürlich bei allen Programmen, aber auch bei GIMP, wenn ihr länger Stunden dran arbeitet und so weiter, ist natürlich gut zwischenzuspeichern. Wenn ihr jetzt da auf Speichern geht, gibt es verschiedene Optionen und wenn ihr nur auf Save klickt, dann haben wir da das Problem, dass er eigentlich noch keinen Namen hat. Er schlägt das halt vor, was wie der Datei, die Ursprungsdatei geheißen hat als Name. Und man sieht auch, da hinten steht XCF. Und XCF ist das interne GIMP-Format, das alle Ebenen und alles, was man damit tun kann, auch erhält. Da kann man später auch weiterarbeiten damit. Das heißt, wenn ich auf Speichern gehe, kann ich kein JPEG erstellen, kann ich kein PNG, kein TIFF, was auch immer erstellen. Ich kann nur XCF-Dateien erstellen. Und es ist auch gut so, weil ich darüber dann Dateien kriege, die ich später weiter bearbeiten kann. Genauso wie ich jetzt dran arbeite. Und ich lasse das gleich in dem Ordner drin, also mache ich hier Save. Schön und gut. Wir werden später noch auf die Exportmöglichkeiten eingehen, da muss ich dann nämlich auf Save As gehen. Oder Export. Ja, dann hast du die Selektion nicht abgeschlossen gehabt. Das war. Das heißt, es war schon dieser blinkende Rahmen rundherum? Nein, noch nicht. Genau, da musst du nämlich einmal in die Mitte klicken. Wenn du die Ankerpunkte noch siehst von deiner Auswahl, dann bist du noch nicht fertig gewesen. Da musst du einmal in die Mitte klicken, damit es wirklich eine Auswahl ist. Und wie geht es dann übernommen? Ja, also wir können es gerne nochmal, ich gehe nochmal ein paar Schritte zurück, dann können wir uns das nochmal anschauen. Bla bla bla, da habe ich es eh noch nicht. Enable Layer Mask, bla bla, okay. Ich gehe von hier los. So. Also hier haben wir noch immer das alte Bild. Wir haben ja dieses Scheren-Tool hier verwendet, um außen die Maske rundherum zu machen. Ich mache das jetzt wieder sehr grob. Man sieht schon, da habe ich schwarz hier reingeklickt, da wird so eine blöde Kante übrig bleiben. Also bei jedem Mal, wenn ich es mache, werde ich ungenauer. So. Aber das ist eh ganz gut, dass ich ein paar Ungenauigkeiten auch drin habe, weil wir die später retuschieren sollen. Weil manchmal kommt es ja vor, dass die Auto-Tools, auch wenn man es möchte, nicht richtig funktionieren. Und dann muss man auch wissen, wie man es mit der Hand korrigiert. So, jetzt habe ich ungefähr im Groben diese Form. Sie ist noch nicht als Selektion anerkannt, weil noch die Ankerpunkte rundherum zu sehen sind. Ich kann sie eigentlich in dem Zustand wahrscheinlich, na, kann ich gar nicht verschieben. Das wundert mich jetzt gerade. Ja, jetzt habe ich reingeklickt. Aber genau das sollte man tun, wenn die Ankerpunkte noch zu sehen sind, einmal reinklicken. Dann ist die Selektion tatsächlich als echte Selektion ausgewählt. Und dann kann ich auch in diesem Ebenen-Ding, weil jetzt muss ich die alte hier wegschmeißen, weil die habe ich vorher nicht weggeworfen. Man kann sie eben auch löschen, Delete Layer Mask. So. Und jetzt bin ich wieder auf einer normalen Ebene und habe noch keine Ebenenmaske. Und jetzt mit Rechtsklick auf die Ebene kann ich sagen Add Layer Mask. Und jetzt kriege ich diese Optionen, welche ich haben will. Man sieht, da unten gibt es auch das Invertieren, was ich vorher erwähnt habe. Und da gibt es unterschiedliche Dinge, wie ich verwenden kann eigentlich. In dem Fall haben wir absichtlich eine Selektion gemacht, deswegen verwende ich natürlich auch die Selektion, um die Maske zu erstellen. Ups, so. Und damit ist sie auch tatsächlich gemacht. Jetzt kann ich eben, meistens, wenn ich einen Arbeitsschritt mache und sehen will, wie es ausschaut, gehe ich wieder auf dieses Rechteck-Selektionswerkzeug zurück und klicke einmal ins Leere, damit ich die Selektion nicht mehr sehen muss. Dann habe ich nämlich wirklich so, wie es ausschauen wird. Und dann habe ich nicht diesen blinkenden Rahmen außen und rum um die Selektion. Ah, warte mal. Hat irgendwer noch den Stick, weil die neu dazukommen, könnten auch die Dateien haben, wenn sie wollen. ja, also wir sehen, wir haben diese Maske, ja? Ja, okay. Okay, schau gleich zu dir.
Bist du ein Stick? Ah, okay. Ich habe das neu gemacht. Ja, okay. Du bist da drüben. Hast du einen Rechtsklick auf die Ebene gemacht da? Ja. Oder wie das? Ja, okay. Dann Add Layer Mask, genau. Und ja, genau, da hast du White. Das hilft dir nichts in dem Fall, du musst die Selektion auswählen. Ah, okay, das ist ein Fehler. Und jetzt, genau. Okay. Ah nein, das ist auch ein Problem, das dadurch entstehen kann, dass man Ebene und Maske getrennt verschieben kann. Also ich zeige euch dann, was bei einem anderen Kollegen da gerade passiert ist, weil das auch vorkommen kann. Ich bin jetzt in der Maskenebene und ich verschiebe. Und dann kann ich die Maske verschieben, ohne das Bild zu verschieben. Und das ist natürlich irritierend. Ich kann auch umgekehrt die Ebene verschieben, ohne die Maske zu verschieben. Oder in dem Fall habe ich die Maske mitgeschoben, aber weil es ja beide mitgenommen werden in dem Fall. Aber auf jeden Fall habe ich nicht mehr den Ausschnitt, den ich haben will. Und da hilft im Wesentlichen nur, die Schritte rückgängig zu machen, bis ich es wieder richtig habe. Weil ich werde das, ich meine, man kann schon auch so lange herumschieben, bis man der Pixel genau da sitzt. Aber das wäre sehr mühsam und leicht, wenn man den Schritt zurückgeht. Dann braucht man nicht so rumbasteln. Aber man muss wirklich aufpassen, was man ausgewählt hat. Und das sieht man an diesem kleinen weißen Rand auf jeden Fall immer. Und da können manchmal Unfälle passieren. Und das war genau das mit der roten Nase auch das Phänomen. Ich habe in der Maskenebene gearbeitet, anstatt in der Bildebene zu arbeiten. Jetzt möchte ich aber gezielt in die Maskenebene hinein. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich habe absichtlich Ungenauigkeiten auch hier drinnen, wie zum Beispiel dieses Loch im Helm da oben. Und das ist eigentlich nicht das, was ich haben wollte. Das heißt, ich kann in die Maskenebene hineingehen und kann hier zum Beispiel auch malen drin. Wir sehen, der weiße Bereich ist der Bereich, der sichtbar ist. Und der schwarze Bereich ist der Bereich, der unsichtbar ist. Jetzt kann ich da drin, wie mit einem normalen Pinsel halt eben, kann ich mit hinein, da hat sich eh gemerkt, bei einem scharfkantigen Pinsel, und kann eigentlich in der Maskenebene arbeiten. Jetzt mache ich mal ganz was Grobes, was nicht gut ausschauen wird. Ich mache da einen Klick in der Maskenebene. Moment, da habe ich die falsche Farbe ausgewählt, Entschuldigung. Das geht natürlich mit Rot nicht, weil ich brauche ja auch Schwarz und Weiß. Und ich muss es eigentlich jetzt hier auf Weiß stellen. Man sieht da unten bei diesem Farbselektionswerkzeug, gibt es da eine kleine Rechtecke nochmal. Wenn ich da drauf klicke, kriege ich immer die Standardeinstellung, was vorne schwarz und hinten weiß ist. Und das, wenn man andere Farben drinnen hat, ist das manchmal ganz praktisch. Und ich klicke jetzt eben, da dieser andere Pfeil da oben, im anderen Eck, rechts oben, wenn ich da klicke, dann vertausche ich Hinter- und Vordergrundfarbe. Und malen tue ich in der Regel mit der Vordergrundfarbe. Das heißt, wenn ich die weiß haben will, habe ich es jetzt umtauschen müssen, weil standardmäßig ist weiß im Hintergrund. Und wenn ich jetzt da nochmal reinklicke, ich bin noch immer in der Maskenebene, wenn ich da reinklicke, wird der blaue Himmel wieder zu sehen sein, aber der Helm wird auch ganz sein. Ist auch nicht ganz das, was ich wollte. Ich wollte nur zeigen, was passiert. Also ich mache es nochmal rückgängig. Und jetzt ist zum Beispiel ein Fall, wo es ganz hilfreich ist, wenn man reinzoomen will, weil da diese Ungenauigkeit kann ich auf der großen Distanz nicht wirklich sehen. Man sieht, ich kann bis zu 800% gehen. Jetzt habe ich ein bisschen das Problem, dass ich den richtigen Ausschnitt finden muss. Dann muss ich halt hier rumscrollen, bis ich einen richtigen Eck bin, damit ich das sehen kann, aber man sieht schon, man sieht hier wirklich die einzelnen Pixel in Wahrheit. Und da kann man dann recht präzise arbeiten. Man sieht schon auch, mein Pinsel ist riesengroß, der geht über den ganzen Bild, da werde ich ihn ein bisschen kleiner machen. Ich kann ihn natürlich hier auch mit Werten verändern, indem ich sage, okay, ich will nicht irgendeinen komischen Wert haben, sondern ich sage, 20 Pixel groß haben. Dann kann ich auf 20 Pixel tippen und Return drücken und er macht man automatisch auf diese Größe. Dann sind wir hier schon viel genauer und dann kann ich hier zum Beispiel so mit dem Schwarz in der Maskenebene diesen Bereich vom Helm ergänzen. Und wenn das falsch ist, kann ich immer noch sagen, okay, wenn ich das mit einem Klick nach draußen gemacht habe, kann ich die Farbe wechseln. Sage ich, ich arbeite jetzt mit Schwarz und ich arbeite von außen ran. Dann nehme ich es wieder weg. Und somit habe ich nie das Foto vernichtet. Wenn ich sage, meine Maske ist völliger Schnapsidee gewesen, ich habe es mir anders überlegt, das Foto ist immer noch da, weil ich ja eigentlich nur die Maske bearbeite und das sehe ich ja sofort, indem ich, oder ich mache es wieder größer, damit man es sehen kann, auf 200%, damit wir ein bisschen mehr haben. Und wenn ich jetzt die Maskenebene ausblende, dann werde ich wieder sehen, ich habe den Himmel genauso wie vorher. Das haben wir eh schon vorher bemerkt. Ups, das war das Falsche. Ja, weil die Maskenebene eben das sagt, alles was weiß ist, mache ich sichtbar, alles was schwarz ist, ist unsichtbar. Und wenn ich einen Graubereich dazwischen habe, ist es Style transparent. Also da kann man wirklich sehr weiche Masken auf die Art erstellen. Also ja, jetzt weil ich die Show Layer Mask, wenn ich sie weggebe. Ah, okay, in dem Fall steht nur die Show Layer Mask. Man könnte auch gleich so arbeiten. Habe ich gar nicht noch bedacht.
Ja. Und da, das können wir gerne machen. Das ist, wir haben ja noch mehrere Bilder, die wir einfügen wollen. Und das kann man unterschiedliche Techniken verwenden. Aber das Ding ist halt hilfreich, wenn ich nicht so großflächige Ebenen habe. Weil wenn ich zum Beispiel nur einen kleinen Bereich habe, der rundherum eine gleiche Farbe hat, dann ist mit dem Zauberstab schwierig, weil dann habe ich das ganze restliche Bild immer noch zum Freistellen. Und dann ist mit dieser Konturfindung leichter. In dem Fall wäre es gegangen, weil der Himmel eh blau war. Das stimmt. Aber das kann man gerne noch, wir haben ja den Schlüssel zum Beispiel und das Herz auch noch, wo wir rumspielen können, da kann man die anderen Sachen noch ausprobieren. Also eigentlich, ich hätte jetzt auch direkt zu einer Maskenebene arbeiten können, indem ich mir einfach nur die Maskenebene anzeige. Das ist eben diese Show Layer Mask hier. Und da sieht man hier, dass diese Brösel zum Beispiel, manche Sachen kann ich hier natürlich leichter erkennen. Hier bin ich mit schwarz und ich bin mir ziemlich sicher, dass da kein Bildinformation drin ist, kann ich auch so reparieren, zum Beispiel. Also da kann man wirklich präzise nacharbeiten, aber so sehe ich halt nicht, was tatsächlich Bild ist, wie zum Beispiel das da unten. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Helm da unten weitergeht oder ob ich da einfach nur schlecht geschnitten habe. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Und da ist dann vielleicht doch besser, wenn ich die Ebenenmaske nicht auf diese Art zeige, sondern trotzdem mit Schwarz und Weiß arbeite, aber mit der richtigen Anzeige, was ich sehe. Weil hier zum Beispiel ist es sehr blau, das ist also der Himmel. Den würde ich eigentlich wieder weglöschen wollen, das heißt, da muss ich mit Schwarz arbeiten und nicht mit Weiß. Das heißt, da muss ich was wegnehmen und nicht dazugeben. Wir haben auch da am Rand noch andere Ungenauigkeiten, wie zum Beispiel, dass da von dem Blau noch so ein bisschen Rand ist und dass der Helm selbst ja eigentlich auch so einen blauen Schimmer am Rand hat. Und das ist natürlich schwierig, da kann man natürlich mit vielen Tricks arbeiten, dass man Farbanpassungen macht und so weiter. Zu diesen Details werden wir heute nicht kommen, aber das kann man natürlich alles mit dem GIMP auch machen. Aber man kann, wie gesagt, da schon mal auch noch ein bisschen nacharbeiten, indem man mit Schwarz und Weiß arbeitet. Oder natürlich auch mit Radiergummi, wenn man möchte, aber dann wäre es besser, wenn man zuerst wirklich die Ebenenmaske anwendet. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Also angenommen, ich bin jetzt mit der Form soweit zufrieden, habe genug nachgebessert, wo sie mir nicht gefallen hat und so weiter. Ich mache jetzt hier zum Beispiel noch einen Klick mit Weiß, weil hier da oben sehe ich auch noch eine komische Kante. So, jetzt habe ich den Helm da ergänzt. Und wenn ich jetzt, ja? Du meinst die Linie, die Kontur? Na, ja, bearbeite ich durch diese Schwarz-Weiß-Veränderung. Jetzt kann ich nämlich zum Beispiel sagen, das, was ich jetzt als Maske habe, jetzt kann ich ja die Maske wieder in eine Selektion umwandeln, Mask to Selection, dann kriege ich wieder Selektion daraus, aber nicht aus der alten Maske, sondern aus dem, was ich jetzt neu mit Schwarz-Weiß-Werten gemacht habe. Man sieht da oben dieses Eck, das ich ursprünglich habe, ich jetzt nicht mehr dabei, weil ich es ja schon ausgeglichen habe. Das heißt, ich kann jederzeit aus dieser Schwarz-Weiß-Ebene, die ja meine Maske darstellt, wieder eine Selektion erstellen. Und sie zum Beispiel auf einer anderen Ebene dann anwenden. In dem Fall braucht man das jetzt nicht. Aber was ich jetzt machen wollte ist, okay, sagen wir, ich bin zufrieden mit meinem freigestellten Bild. Ich möchte jetzt tatsächlich diese Ebene, ich brauche die restlichen blauen Himmelgeschichte dahinter überhaupt nicht mehr. Die ist mir eigentlich überflüssig. Dann kann ich das natürlich wieder auf die Gesamtbilddarstellung. Wir wissen, da sieht man auch außen rundherum, dass dieser Rahmen, der blaue Himmel, das Bild, das hat sich immer noch gemerkt, wie groß das eigentlich ist und dass es nicht nur der Helm ist. Jetzt kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte hier die Größe anpassen. Das heißt, in dem Fall möchte ich die ganze Bildinformation, die jetzt über die Maske versteckt ist, wegwerfen und dann nicht meine Maskenebene haben, sondern als Bildinformation wirklich nur diesen transparenten Helm in meiner Ebene. Und das kann ich eben machen mit Apply Layer Mask. Also die Layer Maske einfach anwenden. So. Jetzt sieht man, es ist keine Maske mehr hier. Und wenn man die Ebene genau anschaut, das ist dieser karierte Hintergrund, wenn ich die wegblende, dann sieht man es auch tatsächlich hier so. Bei GIMP ist immer im Hintergrund kariert, wenn es keinen Hintergrund gibt. Also diese Graustufen. Dementsprechend habe ich jetzt wirklich ein transparentes Bild. Jetzt kann ich auch die Ebenenmaske in dem Sinne nicht mehr bearbeiten, was keine mehr gibt. Das ist jetzt wirklich die Bildinformation, die jenseits des sichtbaren Bereichs ist, abgeschnitten, die ist nicht mehr vorhanden. Aber wir sehen trotzdem noch, dass diese Ebene erstaunlich groß ist. Das heißt, er weiß noch, wie groß die ursprüngliche Ebene war. Und das ist leider in GIMP dann schon oft so, wenn man vor allem mit größeren Bildern arbeitet, dass wenn ich viele Ebenen habe, die wirklich große Flächen haben, wo auch vielleicht gar keine Bildinformation drinsteckt, dass er immer langsamer wird, weil er die immer noch mitschleppt als potenzielle Information. Und da hilft dann, wenn ich eh schon weiß, mehr als den Helm werde ich nie brauchen, dann kann ich hier unter Layer reingehen und Auto Cropped Layer sagen. Und dann habe ich wirklich nur noch den Bereich, der wirklich beschnitten ist. Dann hat er jetzt wirklich gesagt, überall, wo ich keine Bildinformation drin habe, das habe ich abgeschnitten von der Ebene. Bei mir sieht man schon da, da war ich nicht besonders
soll man sagen, sorgfältig. Da habe ich ziemlich knapp abgeschnitten. Aber ich glaube, das war echt die echte Form. Da habe ich gar keinen Fehler gemacht. Wie auch immer. Das war jetzt sozusagen die Arbeit mit Masken. Wenn ich jetzt aber dann noch reiner Zoom, sagen wir ca. 200% oder so, und ich gehe bei mir da zumindest, hängt davon ab, wie es bei euch ist, aber ihr werdet sicher auch irgendwo Stellen haben, da sieht man dann schon genauer, da gibt es diesen blauen Übergang zwischen Schwarz und eben den Hintergrund. Und da ist es zum Beispiel dann eigentlich natürlich mit dem Radiergummi ganz gut möglich zu arbeiten. Und je nachdem, wie weit ich reinzoome, umso präziser kann ich arbeiten, beziehungsweise umso größere Flächen kann ich bearbeiten. So wie vorher habe ich einen sehr großen Pinsel gehabt, dass wir das ganze Bild drin hatten. Und jetzt habe ich schon einen kleineren und das ist immer noch relativ großzügig. Jetzt kann ich zum Beispiel wirklich mit einer Radiergummi die Bildinformationen weglöschen. Ich kann da auch noch ein bisschen reingehen, wenn mir das Blau zu viel ist, aber man sieht, es reißt so aus, wenn ich das mache. Es schaut nicht unbedingt toll aus. Also ich mache das jetzt mal kurz rückgängig. So, wieder da. Weil ich kann natürlich, und das ist manchmal ganz hilfreich, dass ich nicht unbedingt scharfkantige Tool nehme, sondern zum Beispiel ganz weichkantig. Das verläuft von in der Mitte ganz massiv zu immer transparenter. Wenn ich das mit dem Radiergummi mache, ich mache mal einen Strich direkt rein ins Bild, dann sieht man das besser. Man sieht, es ist nicht scharfkantig. Und wenn ich am Rand entlang fahre auf die Art, dann wird das als Ergebnis, wenn man rauszoomt, in der Regel hübscher. Weil dann sieht man zwar das Blau nicht, aber das Schwarz ist auch nicht so abrupt abgeschnitten. Jetzt könnte ich dann natürlich den ganzen Bildschirm entlang arbeiten und ganze Kontur von dem Helm irgendwie so nachmachen, dass ich dann nirgendwo was Blaues mehr sehe und möglichst nicht zu viel vom Schwarzen wegnehmen. Das wäre relativ mühsam. Man kann es machen und da kann man wirklich sehr präzise arbeiten und kriegt wahrscheinlich unterm Strich das beste Ergebnis. Aber ich bin jetzt wieder frech, ich sage wieder rückgängig, ich bin viel zu faul, um das zu machen. Ich zoome stattdessen wieder weiter raus, sondern wieder auf diese 33%, damit ich das ganze Bild sehe. Und ich kann jetzt dieses Zauberstab-Werkzeug zum Beispiel nutzen. Das hat der Kollege vorhin auch erwähnt. Ich meine, natürlich sollte ich da trotzdem diese blaue Geschichte da wegnehmen, weil das zu viel Ungenauigkeit ist. Aber sagen wir mal, dass es okay wäre. Wir haben ja nicht so viel Zeit, dass wir alles genau im Detail nacharbeiten. Ich klicke jetzt einmal mit diesem Zauberstab-Werkzeug in den transparenten Bereich. Dann macht er mir eben diese Linie wieder außen rundherum, so wie wir es vorher als Selektion eigentlich hatten. Nur das hat er jetzt eigentlich gemacht, indem er einen Selektionsbereich gewählt hat, von dem Punkt, wo ich hingeklickt habe. Und er hat nicht diesen Hintergrund, dieses Bett ausgewählt, weil ich ja auf der vorderen Ebene arbeite. Wenn ich zum Beispiel jetzt die hintere Ebene angeklickt hätte und dort reinklicke, dann macht er ganz was anderes. Dann wählt er mir die hintere Ebene aus, natürlich. Und deswegen ist es auch wirklich immer entscheidend, in welcher Ebene ich arbeite. Wenn ich hier den Bären anklicke, ist der Bär. Wenn ich aber das Gleiche auf der anderen Ebene mache, auf der Darth Vader Ebene, dann ist wieder der ganze Hintergrund ausgewählt. Und diese Zauberstab-Werkzeug, wie es auf Deutsch immer genannt wird, ist ein sehr wichtiges Werkzeug. Und da unten gibt es auch den sogenannten Threshold, beziehungsweise glaube ich Schwellwert heißt es auf Deutsch. Und da sehen wir, das steht auf 15. 15 ist halt ein bisschen tolerant. Das bedeutet, wenn ich einen sehr hohen Schwellwert habe, dann selektiert er mir ziemlich viel von dem Ursprungswert. Wenn ich jetzt da reinklicke, wird er mir, ja, in dem Fall habe ich so viel, dass er mir sogar das Schwarz mitnimmt. Wenn ich jetzt nochmal reinklicke, ja, man sieht, da geht es noch. Irgendwann nimmt er mir halt das Schwarz auch mit. Bei anderen Bildern ist es ein bisschen feiner abgestuft. In dem Fall, weil der Kontrast so hart ist, ist das gar nicht so deutlich zu merken. Ja. Also hier ist es wirklich schwierig, einen Zwischenwert zu erwischen, wo er was Komisches macht. Ja, also es würde, wenn es nicht ganz so schwarz wäre, würde man langsam da die Kontur machen, weil da noch ein bisschen heller ist. Das kann man vielleicht bei den anderen Fotos dann besser schauen, wenn wir sie reinholen. Auf jeden Fall mit diesem Zauberstab habe ich die Möglichkeit, zusammenhängende Bereiche zu selektieren. Und ich habe lange Zeit auch nur mit diesem Zauberstab gearbeitet, um solche Arbeit zu machen. Jetzt gibt es aber auch einen anderen Effekt. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte die weißen Bereiche markieren. Moment, da mache ich wieder einen kleineren Schwellwert, damit dann wirklich nur die hellen Bereiche erwischt. So, dann wird eigentlich nur die Nase hier selektiert. Auch nicht ganz sauber, wenn man reinzoomt, weil da eben den Schwellwert der 26 ist vielleicht nicht ausreichend, müsst ihr ein bisschen mehr nehmen. Wie auch immer. Aber jedenfalls ist nur diese Nase, obwohl dieser Punkt ja genauso hell ist. Und da gibt es noch dieses andere Werkzeug, das sehr ähnlich wie das Zauberstab-Werkzeug ist. Wenn man da draufklicken, dann kann man das ganze Spiel auch mit Farbwerten machen. Also da sind ja auch drei Farben dargestellt, die RGB-Farbtöne sind repräsentiert. Wenn ich jetzt dann nochmal in die Nase reinklicke, dann nimmt er mir auch da von den Punkten was mit. Man sieht ganz leicht dieses Blinken her, das muss ich näher reinzoomen, damit man sieht. Aber das ist ganz hilfreich, wenn ich sage, ich brauche vom ganzen Bild die gleichen Farbwerte. Es ist egal, ob sie zusammenhängen oder nicht,
ich will sie von überall her haben. Wo dieser Farbwert ist, den möchte ich selektieren auf diese Art. Und das ist eben mit, wie nennen Sie das überhaupt? Color Select Tool? Ja. Select Color by Tool? Select by Color Tool, so rum. Ja. Und das ist, man sieht schon hier, mein Schwellwert ist offensichtlich nicht gut gewählt, weil hier habe ich andere Bereiche drinnen. Und das heißt, ich könnte ein bisschen mehr vom Schwellwert nehmen und probiere es nochmal aus. Dann ist schon mehr von der Nase drin. Und da kann ich also mich so langsam rantatschen, dass ich dann sozusagen irgendwann mal genauso viel habe, wie ich will. Jetzt habe ich zum Beispiel einen dunkleren Bereich angeklickt innerhalb des hellen Bereichs und jetzt hat mir plötzlich da auch Sachen mitgenommen. Einfach deswegen, weil die Grauwerte hier offensichtlich immer noch innerhalb des Schwellwertbereichs liegen. Und dementsprechend habe ich zwar die Nase jetzt optimal ausgewählt, aber noch zusätzlich andere Dinge. Was nicht so lustig ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte die Nase weglöschen, dass man den Hintergrund durchsieht, dann lösche ich es nicht nur bei der Nase, sondern auch da unten und da oben bei denen. Das sollte ich also wirklich genau aufpassen, was ich mit diesem Schwellwert-Tool mache. Ich kann natürlich jetzt wieder rauszoomen und hin und her. Ich kann auch jetzt zum Beispiel Selektionen, das ist auch wichtig. Wenn man sagt, ich nehme dieses Lasso-Tool, nennt man das normalerweise auf Deutsch. Free Select Tool heißt auf Englisch, okay. Und da gibt es auch verschiedene Modi. Wir haben immer noch diese Selektion, die wir über dieses Farbselektionstool gemacht haben. Und ich kann diese Selektion auch verändern, auch nachträglich. Wenn ich sage, die Nase passt mir eigentlich super und da unten die Bereiche sind auch okay, aber ich möchte halt diese außen loswerden, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Jetzt kann ich das natürlich auch per Hand bearbeiten. Nur wichtig ist, dass ich hier den richtigen Modus auswähle. Ihr kennt es vielleicht von anderen Programmen, da gibt es diese boolischen Operatoren. Und hier ist es eigentlich ganz trivial. Der erste danach ist der, sagt, okay, alles, was ich jetzt noch mache, was ich markiere, wird der Auswahl hinzugefügt. Das wäre genau das Umgekehrte von dem, was ich im Moment machen möchte. Es sei denn, vielleicht ich würde diesen Button da unten dann noch ein bisschen größer machen. Dann könnte ich da so rumziehen, eine Kurve zum Beispiel. Es ist ein bisschen schwierig in diesen kleinen Dingen, ich müsste eine größere Darstellung machen, damit ich es sauber machen kann. Da könnte ich das hinzufügen, dann habe ich sozusagen diesen hellen Bereich hier auch gemacht. Und das Lasso-Tool kann man dann, wenn ich es größer mache, dann kann ich einfach so freie Formen ziehen. Es ist nicht besonders präzise, aber es geht schnell. Aber es wurde definitiv hinzugefügt und eigentlich wollte ich die Sachen ja dorthin wegnehmen. Ich mache es jetzt nochmal ein bisschen rückgängig. So. Aber das geht natürlich auch. Ich kann hier noch Subtract von Form, der nächste Button. Und da kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das GDS-Minus daneben, wenn ich mit der Maus drüber fahre, einfach anklicken und ziehen. Da kann ich den ganzen Bereich hier sagen, okay, das soll eigentlich nichts mit markiert werden, kann ich aus der Selektion entfernen. Und das kann ich recht großzügig machen, sage ich da unten, das alles interessiert mich nicht, kann ich alles mit hinzunehmen. Und dann sind die Sachen auch wirklich nicht selektiert. Im Moment schaut es so aus, als ob es nur die Nase ist. Es ist aber natürlich möglich, dass in anderen Bildbereichen noch mehr selektiert ist. In dem Fall wird wahrscheinlich nicht sehr viel sein, weil das Bild ja eigentlich nur der Helm ist und ich jetzt eh schon fast das ganze Bild sehe. Wenn ich jetzt auf 50% gehe zum Beispiel. Ja. Ich könnte natürlich nur zur Sicherheit außen und drum so eine Banane machen. Ja, und sagen, okay, ich will sicherstellen, dass da nichts was sonst noch selektiert ist. Und das ist wurscht, wo ich rumfahre. So, jetzt ist da unten nichts mehr und jetzt könnte ich das zum Beispiel auch hier noch ergänzen. Dann bin ich mir sicher, dass in den ganzen Bildbereichen, die ich da selektiert habe, nichts mehr drinnen hängt. Man kann übrigens auch, wenn man es nicht zieht, sondern nur Punkte setzt, auch gerade Linien machen. Und wenn ich auf den Endpunkt wieder klicke, dann ist die Selektion üblicherweise fertig. In dem Fall ist sie jetzt deswegen fertig und es geht gleich wieder weg, weil sie ja wegschneidet, was ich ausgewählt habe. Wenn ich es auf Plus gehe, dann werde ich sie ja nachher auch wieder sehen. Das habe ich halt jetzt nicht gehabt. Ups, klicken, so. Also das wäre zum Beispiel jetzt wieder dazu genommen. Wie gesagt, dass man sie nicht gesehen hat, lag wirklich nur daran, dass ich auf Subtract geklickt habe praktisch. Also. So. Aber jetzt haben wir diesen Helm mal grundsätzlich. Ich werde die Selektion bei der Nase wieder entfernen, weil ich will sie eigentlich eh nicht loswerden. Das war nur zum Zeigen. Das heißt, ich bin jetzt wieder auf dieser Ebene mit dem Helm. Die hat keine Maske mehr. Hat aber transparente Bereiche. Und ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich das schon alles ganz sauber freigestellt hätte. Das kann Stunden dauern, wenn man sich da im Detail damit befasst. Aber wir schauen uns ja nur mal die Funktionalitäten an und müssen nicht ewig basteln jetzt. Jetzt könnte ich eben mit diesem Ebenenwerkzeug hier, das ich verschieben kann, diese Ebene verschieben. Jetzt ist wichtig, was ich vorher erwähnt habe. Wir haben ja jetzt eigentlich schon zwei Ebenen. Den Helm und die Bären im Hintergrund. Und wenn ich mit diesem Ebenenwerkzeug hier das falsch ausgewählt habe, zum Beispiel Move Active Layer, ist in dem Fall nicht ausgewählt, in dem Fall ist es Big Layer or Guide. Wenn ich jetzt sage, okay, ich würde gerne den Helm verschieben, klicke aber daneben, dann schiebe ich das Hintergrundbild.
Das kann ich aber auch anders machen, indem ich eben entweder Move Active Layer, weil wir sehen, der, den ich verschieben will, ist Active, und dann kann ich daneben anfassen, es wird immer nur der Helm sein, egal wo ich anfasse. Ich werde die Hintergrundebene nie anfassen, weil er einfach immer nur den aktiven Layer nimmt, und der aktive Layer ist durch diese Markierung hier bestimmt. Wenn ich eben jetzt Big Layer or Guide nehme, habe ich aber halt den Vorteil, dass ich sage, darauf, wo ich klicke, wo wirklich Information ist, das kann ich jederzeit schieben. Wenn dahinter was ist, kann ich das schieben. Wenn davor was ist, kann ich das schieben. Das heißt, ich muss mir nicht Gedanken machen, was da drüben ausgewählt ist. Das ist eine Frage der Vorliebe oder des Einzelfalls, was ich lieber haben möchte, ob ich eben mit dem Modus oder mit dem Modus arbeiten will. Aber man sollte sich bewusst sein, das sind die zwei Modi, und wenn irgendwas schief geht, liegt es häufig daran, dass ich eben nicht daran gedacht habe, darauf zu achten, welchen Modi ich davon ausgewählt habe, wenn ich Ebenen verschieben will. Jetzt gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten. Mit der Helm haben wir ja vorher festgestellt, ist eigentlich zu groß. Wenn ich es mir jetzt anschaue, immer noch sehr viel zu groß. Und es ist ein bisschen schwierig, den Helm die Größe anzupassen, während er vollformatig, vollflächig gefüllt ist. Ich sehe jetzt natürlich nicht ganz, was im Hintergrund passiert. Aber das ist natürlich kein Problem, weil hier oben ganz breit ist dieser Opacity-Wert. Wenn ich da jetzt einfach mal irgendwo reinklicke, dann kann ich die Ebene, die ausgewählt ist, auch halbtransparent machen oder dreiviertel transparent. Und das ist für solche Arbeiten recht dankbar. Ich muss es ja dann am Ende nicht so bleiben lassen, das heißt, es stört mich nicht unbedingt, wenn ich vorübergehend das Objekt nicht so gut erkennen kann. Bin dann bei diesem Pfeilwerkzeug und kann hin und her schieben. Hin und her schieben, haben wir gesagt, reicht nicht, weil wir auch skalieren wollen. Also gehe ich da mal kurz auf dieses Scale-Tool. So. Und wenn ich da reinklicke, kriege ich da so ein komisches Rasterding, und das geht halt jetzt natürlich, kann auch das Fenster ein bisschen auf die Seite schieben, aber ich sehe hier, ich habe wieder Werte, wo ich eigentlich dran herumstellen kann. Ich kann natürlich auch freihändig Sachen machen, aber es ist alles ein bisschen schwierig zu erkennen, weil ich da, man sieht, es ist auch nicht proportional, ich kann es in die Breite ziehen, ich kann es in die Höhe ziehen, ist nicht so ganz, was ich haben möchte. Ich will es ja zwar skalieren, aber nicht verändern in der Proportion. Und das hat jetzt eigentlich nur damit zu tun, dass da das nicht angehackt war. Diese Klammer, also diese Kette, ich mache es wieder rückgängig. So, jetzt bin ich wieder im alten Ding, kann nochmal das Werkzeug anklicken und klicke nochmal ins Bild rein. So, jetzt habe ich wieder diese Werte. Ich könnte es entweder über diese Werte skalieren, aber ich klicke auf jeden Fall mal das Zusammenhang-Tool an, dass die Kette jetzt geschlossen ist. Das heißt, wenn ich jetzt skaliere, weiß ich, dass es proportional skaliert wird. Hoppla, jetzt bin ich wieder da hinten verschoben. Ich gebe hier jetzt zum Beispiel mal, ich weiß nicht, 1500, ich glaube die Hälfte der Größe sollte in dem Fall einigermaßen hinkommen. Man sieht eh die Vorschau hier. Kann ich so runterziehen? Nein, das ist mir doch ein bisschen zu klein. Ich mache es, glaube ich, auf 1700 probiere ich es jetzt mal. So, ich mache mal auf Scale, weil dann wendet das auch wirklich andere. Sieht man auch kurz, dass er rechnet. Und jetzt kann ich die Ebene, wenn ich im richtigen Modus bin, ja, Big Layer Guide, das heißt, ich kann die anfassen und darüber ziehen. Und das ist schon ungefähr die Größe, die ich mir so vorstelle. Jetzt kann ich es auch ein bisschen dichter machen, damit ich es besser erkennen kann. Ja. So. Ich sehe immer noch ein bisschen den Bären durch, das ist mir ganz recht, aber ich sehe jetzt den Helm schon mal besser. Und mir gefällt es nicht, dass der Helm aufrecht steht, obwohl der Bär eigentlich so ein bisschen schräg den Kopf hat. Das heißt, ich möchte ihn auch drehen, den Kopf. Aber was wir jetzt auch wieder sehen ist, dass diese Ebene mit dem Helm eigentlich schon wieder so riesengroß ist, obwohl sie eigentlich nur ein kleines Bild drin hat. Da können wir jetzt wieder, wenn wir in der richtigen Ebene sind, von diesem Darth Vader, Auto-Crop Layer, dann sind wir wieder auf der Größe, die das Ding selbst hat. Wie gesagt, das würde ich im Allgemeinen machen, weil unnötig transparente Flächen halt einfach unnötig Speicher brauchen. Das heißt, es gibt natürlich auch ein anderes Werkzeug, das haben wir wahrscheinlich eh schon bemerkt hier, das Rotationstool. Da kann ich auch mal draufklicken. Wenn ich da einmal ins Bild reinklicke, dann kriege ich auch da wieder einen Schieberegler zum Beispiel. Ich kann es natürlich auch im Bild drüben machen, dass ich da hin und her, obwohl das tut er jetzt noch nicht, Moment. Ja, muss wahrscheinlich in die Mitte greifen. Nein, da stellst du mit Ankerpunkt. Wurscht. Also ich mache es meistens über die Werte, aber der Schieberegler geht auch, da kann man sehen. Dann geht es recht schnell. Da muss man halt dann aufpassen, dass man nicht zu wild wird. Also für mich ist zum Beispiel so ca. 10 Grad in der Größenordnung. Machen wir es genauer, dann kann man es reproduzierbar. So. Es ist allerdings wirklich wichtig zu verstehen, wenn ich zum Beispiel ein Bild hier skaliere oder rotiere oder was auch immer mit diesem Effekt mache. Jedes Mal, wenn ich den Effekt anwende, wird die Bilddatei verändert, wird neu interpoliert. Das heißt, mit jedem Arbeitsschritt wird potenziell das Bild schlechter, weil er immer wieder neu interpoliert und sozusagen Schärfe verliert und dergleichen. Das heißt, ich sollte mir schon überlegen, was ich tue. Nicht sagen, okay, ich skaliere es erstmal einen Schritt, dann den nächsten Schritt und nochmal einen Schritt,
dann ist es besser, wenn ich sage, ich habe herausgefunden, wie viel ich insgesamt skalieren will, es nur einmal zu skalieren und einmal zu drehen, weil wenn ich es öfter mache, wird jedes Mal die Qualität schlechter. So, also ich habe es jetzt auf 10 Grad gedreht und eben auf diese 1700, glaube ich, war das ursprünglich. Man sieht, jetzt ist auch das Bild wieder größer geworden, weil er einfach wirklich das Bild als solches gedreht hat und da war dieser Selektionsbereich und den hat er jetzt gedreht und das heißt, die Ecken stehen weiter raus und deswegen ist auch die Fläche, die er neu produziert hat, größer als die ursprüngliche Fläche. So, also es sitzt bei mir jetzt auch einigermaßen an der Stelle, an der ich es haben will. Das hat ja so einen, wie soll man sagen, so eine Halskrause praktisch. Ich möchte gerne, dass diese Halskrause praktisch an der Linie zwischen den Schultern von den Bären sitzt. Und der nächste Schritt, den ich machen möchte, ist, dass ich eigentlich jetzt sage, okay, weil der Helm, der soll ja nicht über die Brust vorne gehen, sondern der soll eigentlich nur hinter den Armen sein. Und oben darf er natürlich sehen sein, aber da unten muss ich eigentlich die Brust sehen und die Arme. Und das heißt, ich muss bei dem Helm sowieso noch was wegschneiden. Und da ist natürlich am besten, wenn ich sozusagen wirklich weiter reinzoome, damit ich das genauer erkennen kann. 400 ist wahrscheinlich doch ein bisschen viel, gehen wir auf 200. So, man kann da unten übrigens auch einen eigenen Wert eingeben, wenn keine der Standardstufen einem gefällt oder man sagt, man möchte einen bestimmten Zwischenwert haben. Jetzt ist immer die Frage, was man lieber hat. Ich arbeite ganz gern mit Selektion, mit Lasso oder mit solchen Dingen oder auch vielleicht sogar mit dem Tangentenwerkzeug, die man dann später auch wiederum in ein Lasso umwandeln kann. Es ist wirklich eine Vorliebenfrage. Jetzt könnte ich zum Beispiel auch den Helm so bearbeiten, dass ich sage, ich will dieses Schnürchen auch noch außen um den Helm herum haben. Das heißt, ich muss eigentlich alles wegschneiden, bis auf dieses Schnürchen und da aber trotzdem den Helm noch dran lassen. Das wäre jetzt viel Bastelarbeit, deswegen werde ich es ganz grob machen. Aber man kann wirklich jeden dieser einzelnen Zipfel genau auswählen und so weiter und das alles bearbeiten, wenn man sich die Zeit macht. Es schaut dann wahrscheinlich auch sehr gut aus. Aber ich bin halt jetzt nicht geduldig genug, um das zu machen. Deswegen werde ich jetzt nur ganz grob eine Selektion machen. Also entweder ich mache es wieder mit dem Select-Tool, wie wir es vorher gemacht haben, das ist eine Schere. Aber da müsste man halt auf der unteren Ebene arbeiten. Das wird schwierig werden, weil wir hier noch so Linien durch haben von diesem Band. Also in dem Fall, glaube ich, würde man uns am leichtesten tun, indem wir wirklich mehr oder weniger freihand das machen. Entweder ich mache das mit dem Radiergummi selbst gleich direkt, dass ich hier einfach entlang arbeite und nur weglösche, was ich nicht mehr brauche. Oder ich mache es halt zuerst mit der Selektion und bearbeite es dann später weiter. Also wie gesagt, ich arbeite gerne mit Selektion, aber man merkt schon, er hat jetzt dieses Minus-Ding drin. Also das heißt, ich nehme von der Selektion etwas weg und momentan habe ich keine Selektion. Wenn ich da was von uns wegnehme, wird nichts passieren. Das heißt, ich muss darauf achten, welchen Modus ich hier habe. Wenn ich es auf den Standardmodus stelle, dann fängt er mir mit jedem Mal, wenn eine Selektion mache, eine neue an, selbst wenn vorher eine selektiert war. Das ist auch wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn ich eine Selektion habe und ich möchte eine neue machen, wird die nicht automatisch hinzugefügt, es sei denn, ich habe diesen Modus ausgewählt. Und es gibt auch dann den Intersection-Modus auch, das heißt, ich könnte eine Selektion machen und die andere Selektion dazu parallel irgendwie oder sich überschneiden, dann würde er halt nur den überschneidenden Bereich als Selektion am Ende nehmen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nie angewandt. Aber ja, ist immer eine Frage der Vorlieben, was man verwendet. Es gibt meistens mehrere Wege. Also jetzt nehme ich das normale Selektionswerkzeug und ich mache es wirklich mit dem Freihandwerkzeug und ich mache es mit diesen Eckpunkten. Das heißt, ich klicke einmal hin, ziehe so lange gerade, wie ich mal meine, es passt einigermaßen, mache wieder einen Punkt und da ziehe ich einfach mehrere Punkte entlang. Ich ignoriere jetzt vorerst mal diese Schnur, weil mir die im Moment zu detailreich ist. Manchmal ist es leichter, in Schritten vorzugehen, als komplett alles auf einmal zu machen. Da zum Beispiel, glaube ich, das ist die Kontur von dem. Ich kann es so jetzt nicht ganz genau erkennen. Wie gesagt, wenn man sich die Zeit nimmt, kann man das alles sehr präzise machen. Ich ignoriere das jetzt ein bisschen. Ups, so. Mach's ungefähr. Die Halskrause, ja. Also, man kann das natürlich, wie gesagt, bis zum Erbrechen praktisch machen. Aber dafür sind wir jetzt nicht hier. So. So, jetzt haben wir das da außerhalb. Man sieht auch, ich komme ans Ende meines sichtbaren Bereichs, da kann ich jetzt scrollen. Aber ich muss nicht mehr markieren, als der Helm als Fläche hat. Also wo der Helm zu sehen ist. Alles, was außerhalb ist, kann ich mehr oder weniger großzügig abbrechen. Das kann ich dann einfach so außenrum herum. Weil ich möchte ja nur diesen Bereich wegschneiden. Und das ist jetzt praktisch fast das Gegenteil von dem, was wir vorher gemacht haben. Das ist auch ganz gut, dass wir dazu jetzt kommen. Also ich schließe diese Form. Damit habe ich eine Selektion gemacht. Und ich habe ja gesagt, ich möchte die Bänder eigentlich schon wieder sichtbar haben. Und da kann ich jetzt sozusagen noch was zusätzlich markieren. Was ich jetzt eigentlich vorhatte, ist zu tun, ist, dass ich diesen unteren Bereich vom Helm wegschneide.
Aber das Band ist ein eigener Bereich, den ich auch wegstellen muss, weil das Band ist eigentlich hinter dem Helm. Dementsprechend muss ich von dieser Selektion, also ihn zur Selektion hinzunehmen, weil die Selektion schneide ich vom Helm weg. Das heißt, in dem Fall brauche ich das Addieren-Tool und ich kann meine Selektion dann wieder weiter bearbeiten. Sagen, okay, das Band geht da runter, aber da im oberen Bereich ist es hier zu sehen. Dann mache ich hier die Kante entlang. Das ist so ungefähr. Da. Also wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Dinge ein. Ich mache das wirklich ganz grob und nicht sehr schön. Geht nochmal ums Grundprinzip. Ups, ja, jetzt sehr unpräzise. So. Ja. Also es reicht mir dann so ungefähr hier. Da geht das Band dann wieder runter. So. Jetzt habe ich die Selektion hinzugefügt. Man sieht, das ist ein Bereich, der ausgewählt ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel wieder bei diesem Helm eine Maske auswählen. Gehe ich wieder rüber. Add Layer Mask. Ich arbeite, wie gesagt, gerne mit Masken, weil sie mir noch nicht final das zerstören. Die Maske kann ich noch nachbearbeiten. Wenn ich jetzt gleich mit Radiergummi gearbeitet hätte, dann könnte ich den Bereich, den ich weggeschnitten habe, nicht wiederherstellen, weil er schon weggelöscht wäre. Also, wenn ich jetzt da unten auf Invert Mask klicke, weil ich ja jetzt in dem Fall nicht den Bereich, den ich selektiert habe, sehen will, sondern genau den gegenteiligen Bereich, klicke ich auf Invertieren. Und wenn ich jetzt auf Add klicke, dann sehe ich, dass ich das Band durchsehe. Jetzt mache ich mal die Ebene auch wieder sichtbar. Von diesen 70% auf die 100%. Moment, das ist manchmal nicht so gleich zu erwischen. So, machen wir auch das Bild wieder größer. Auf 33% war das. So, klicke mal nach außen, so dass ich diese Selektion hier weg habe. Man sieht im Wesentlichen, eben abzüglich meiner Ungenauigkeiten, die ich gemacht habe, sitzt der Helm jetzt eigentlich schon drauf. Ich zoome jetzt doch noch ein bisschen ran für den Bereich, der interessanter zu sehen ist. Also wenn ich beim Halsband genauer gearbeitet hätte, würde es auch ein bisschen überzeugender ausschauen. Aber man sieht schon, es schaut im Wesentlichen so aus, ob das Halsband auch um diesen Ding, Helm herum geht, obwohl es eigentlich im Hintergrund liegt. Man hätte es natürlich umgekehrt machen können, ich hätte eine Kopie von dem Halsband vom Hintergrundfoto machen können, diese Kopie in die neue Ebene einfügen, die über dem Helm liegt und diese dann bearbeiten, wäre auch möglich gewesen. Also es ist wirklich, wie man es lieber tut. In dem Fall wäre es möglicherweise sogar leichter zu bearbeiten, weil man den Hintergrund sehr schön weglöschen kann und sich nicht um den Helm Sorgen machen muss, weil der intakt bleibt, weil ich die Helmebene dann nicht bearbeiten würde. Ja, also wenn es mir passt, dann kann ich diese Maske wieder anwenden oder ich kann es auch so lassen und sagen, okay, wenn ich es eh nicht genauer bearbeiten will, kann auch genauso gut die Maske bleiben. Das ist, wie man es gerne haben möchte. Aber das wäre jetzt mal der erste Schritt, dass wir den Helm reinkriegen. Wie gesagt, mit diesen Genauigkeiten haben wir heute leider nicht die Zeit, aber wir schauen uns jetzt dann einfach mal an, wie wir zum Beispiel das Herz reinkriegen. Weil der Helm war relativ leicht auszuschneiden, weil er eben diesen blauen einheitlichen Hintergrund hatte. Und jetzt holen wir einfach das nächste Bild und wir könnten inzwischen vielleicht wieder mal speichern, nur damit wir nicht alles verlieren, wenn das Programm kaputt geht oder der Computer keinen Strom mehr hat oder was auch immer. Und jetzt open das Layers nochmal. Und was nehmen wir als nächstes? Das wäre Hard. Genau. Ich habe in eine Hand von dem Bären im Beispielbild das Herz reingesetzt und in die andere Hand habe ich den Schlüssel reingegeben. Schauen wir uns mal das Herz an. Das Herz hat nämlich auch, ist sogar noch leichter als der Himmel, was total monochrom ist, als der Hintergrund der Weiße. Das ist offensichtlich eine Clipart, die schon freigestellt wurde, da hat man nicht viel zu tun. Und das ist auch von der Größe her dankbar, weil es genau hier ausgeht, in diesem sichtbaren Bereich. Man sieht aber auch, die Ebene war ursprünglich ein Quadrat offensichtlich und wird jetzt in diesem rechteckigen Bereich nur zum Teil dargestellt. Gehe ich auf dieses Verschieben-Werkzeug, mache vielleicht noch ein bisschen einen Schritt nach oben, damit ich dann da unten auch wirklich um die Spitze rundherum komme. Und jetzt könnte ich entweder diesen weißen Farbbereich aussuchen, was potenziell gefährlich ist, aber möglicherweise erwische ich damit da drin auch was. Und in dem Fall ist wirklich das Zauberstab-Tool besser, weil es nur zusammenhängende Bereiche markiert. Und jetzt könnte ich diesen Bereich hier auswählen. Einfach ins Weiße klicken damit, wenn ich auf der Herzebene bin, hart. Und dann markiert er mir alles, was weiß ist. Jetzt könnte ich hier den Threshold noch umstellen, vielleicht ein bisschen mehr, damit er mir ein bisschen weniger vom Weiß übrig lässt, weil es ist wirklich immer so bei diesen Pixelbearbeitungsprogrammen mit diesem Schwellwert, dass er mir ähnliche Farben, je nachdem wie viel ich den Schwellwert einstelle, noch mitnimmt. Und wenn ich da den Schwellwert größer mache, nimmt er mir mehr vom Rot weg, aber lässt auch weniger vom Weiß.
Und das ist in dem Fall wahrscheinlich gut, weil Weiß würde in dem Fall aufsällig, also Blitzer produzieren, wenn es noch ein Bild dabei wäre. Jetzt haben wir aber nicht darauf geachtet, das ist wieder ein JPEG. Das heißt, wir sind uns sicher, wenn ich da jetzt auf Entfernen klicke, zum Beispiel, dann wird es schwarz, weil der Hintergrund schwarz ist. Das will ich nicht. Machen wir rückgängig. Das heißt, ich muss wieder, was wir vorher schon bedacht haben, wieder eine Alpha-Maske hinzufügen, Alpha-Channel, damit er überhaupt eine Transparenz machen kann. Und wenn ich jetzt auf Entfernen klicke, dann habe ich eigentlich wirklich das Hintergrundbild zu sehen. Sind wir schon mal recht schnell weitergekommen und es ist auch kaum weiße Kante rundherum. Also ich gehe davon aus, da wir das Herz ja auch noch runterskalieren werden, dass das bisschen Weiß, was ich da noch rundherum habe, in der kleineren Skalierungsstufe wahrscheinlich gar nicht mehr sehen kann, weil dadurch, dass die Pixel interpoliert werden, wird das Weiß wahrscheinlich sogar verschwimmen mit dem Transparent und dann wird man gar nicht mehr sehen, dass da noch ein weißer Kontur war. Man könnte es jetzt natürlich noch präziser nachmachen mit Radiergummi oder was auch immer nacharbeiten, aber in dem Fall habe ich es jetzt nur gemacht. Wir sehen auch, ich habe jetzt keine Maske gemacht, ich habe es wirklich weggelöscht. Wir haben jetzt immer noch ein großes Bild und wenn ich jetzt sage, okay, das, was ich euch vorher schon erzählt habe, wir machen einfach jetzt einen, wir entfernen den unnötigen Bereich rundherum, dann werden wir jetzt wahrscheinlich eine Überraschung erleben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Autocrop Layer mache, passiert praktisch gar nichts. Naja, er hat wahrscheinlich schon was weggenommen, aber es ist immer noch größer als das Herz. Und die Frage ist, warum? Das kann man herausfinden, indem man jetzt mit diesem Werkzeug, wir sind immer noch in der Herzebene, mal da auf das Verschieben-Werkzeug gehen. Und dann, Moment, muss ich natürlich die Ebene, Big Layer, Right, Move, Active Layer, so. Also ich will jetzt aktive Ebene verschieben. Na, was war das denn? Ich klicke immer falsch. Ich bin zu weit im Touchpad drüben. Das liegt daran, dass weil wir haben ja vorher eine Maske gemacht, wo wir nur zusammenhängende Bereiche gewählt haben. Und der kann keine Bereiche auswählen, die außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen. Also es geht nicht darum, was ich in der Arbeitsfläche hier bei mir jetzt sehen kann, sondern was wirklich auf der Arbeitsfläche, also wenn ich reingezoomt habe, wäre das wurscht. Aber es geht darum, was außerhalb des Arbeitsbereichs liegt, kann er nicht selektieren mit diesem Werkzeug. Das soll man uns bewusst sein. Das heißt, wenn ich auf diese Art Inhalte weglösche und ich habe eine Ebene, die größer ist als mein sichtbarer Bereich oder als mein Bereich der Arbeitsfläche, dann lösche ich in dem Bereich, der nicht sichtbar ist, nichts weg. Das können wir jetzt zum Beispiel dadurch lösen, indem ich da mit diesem einfachen Rechteckwerkzeug den Bereich mehr auswähle. So. Und wenn ich jetzt auf Entfernen klicke, ist er wirklich weg. Jetzt haben wir das natürlich unten auch, weil es oben und unten rausgestanden ist. Dann klicke ich wieder in den leeren Bereich. Verschieben wir diese Ebene nochmal. So. Es wäre natürlich auch anders gegangen. Ich mache das jetzt mit dem unteren gar nicht, weil ich zeige euch, wie es auch anders geht. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir hätten das oben nicht entfernt und unten ist es auch noch der weiße Bereich. Man kann natürlich genauso gut umgekehrt sagen, okay, ich markiere mir den Bereich, den ich als Ebene haben will, wo ich sicher weiß, da ist die Information drin, die ich brauche. Und größer als diese Information brauche ich es gar nicht. Ich kann natürlich auch sagen, wenn ich wieder auf die Ebenenmaske gehe, also auf die Ebeneneinstellung, Crop to Selection. Da schneidet mir auch die Ebene auf das zu, was ich sozusagen ausgewählt habe. Und da hier nichts Weißes drin ist, weil im sichtbaren Bereich habe ich ja alles rausgelöscht, habe ich jetzt auch die unsichtbaren weißen Bereiche verloren. Und somit schleppe ich jetzt in dieser Ebene keine Daten herum, die ich nicht brauche. Das wird nämlich speziell dann relevant, wenn ich das Herzchen so runter skalieren möchte, damit es in der Größe passt und damit ich es eben an die richtige Stelle einfügen kann. Und wenn ich dann die weißen Balken noch drin habe, dann können mich die ziemlich ärgern, weil wenn ich es zum Beispiel gedreht habe, dann kann ich es auch gar nicht mehr ganz so leicht selektieren, weil da kann ich nämlich nicht mehr das Rechteckwerkzeug nehmen, um sie zu selektieren, weil da wird ein Teil vom Herz wegschneiden. Da müsste ich dann wieder mit dem Lasso-Tool und den Strichen machen, ist eh auch leicht. Aber wenn man weiß, dass da noch was dranhängt, kann man es gleich machen, dann kann man es auch nicht vergessen und übersehen. Schwierig ist es dann zum Beispiel, wenn ich jetzt in diesem Weiß noch irgendwelche Farbvariationen drin gehabt hätte, die mir nicht in meinem Toleranzbereich drin waren. Dann könnte ich hier vielleicht noch einzelne weiße Pixel drin haben. Und ich sehe sie jetzt während wir arbeiten nicht, aber später fällt es mir dann auf dem Betthintergrund ist sehr dunkel zum Beispiel, da sind da plötzlich weiße Punkte und ich weiß nicht, woher sie kommen. Die wären dann zum Beispiel von dem Herz gekommen, das ich da eingesetzt habe, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass wirklich die Bereiche, die ich löschen wollte, auch wirklich komplett gelöscht sind. Deswegen ist es auch hilfreich, den Bereich des Herzes nicht größer zu haben als nötig, weil dort, wo nichts ist, kann auch nichts drinnen hängen. So, jetzt machen wir das wieder gleich wie beim Helm, insofern, als dass wir da wieder die Transparenz ein bisschen reduzieren von dem Herz. Das sehen wir ungefähr durch, nicht? Und jetzt kann man sagen, wie groß wollen wir das Ticker haben? Da gibt es ja wieder dieses Werkzeug, das wir ja schon hatten. So. Klicken wir einmal rein und jetzt kriegen wir diese Werte.
Das ist, wie gesagt, leider ein bisschen mühsam hier, dass wir das nicht ganz so leicht machen können, aber wir sehen schon, da die Ebene jetzt nicht so groß ist, wenn ich das anhacke, ist eh schon angehakt, hat das schon vorher gemerkt, dann kann ich jetzt proportional, sollte ich, Moment, irgendwas mache ich dann mal falsch mit dem Klicken, so, ja, also dann kann ich hier proportional am Eck anfassen und skalieren. Also ich muss das nicht über die Werte drüben machen, ich kann es schon auch hier machen, wie groß war das circa im Endbild, sodass es einigermaßen zur Hand passt, ja, so ungefähr. Also wie gesagt, es ist eh keine exakte Wissenschaft, weil wir keine genauen Vorgaben haben. Und wenn ich jetzt auf Scale gehe, ich meine, jetzt könnte ich es auch wieder vergrößern, weil wir die nichts verlieren. Dann würde die Qualität gleich bleiben. Aber ich sollte halt nicht öfters skalieren und wieder skalieren. Solange das Gitter noch da ist, hat das noch nicht angewandt. Das ist nur eine Vorschau. Ich glaube, ich will es noch ein bisschen kleiner haben. So, Scale. So, jetzt... Rotation konnte ich nicht direkt zugleich machen, weil das ein anderes Werkzeug ist. Die kann ich auch noch machen. Ich will nicht, dass es senkrecht drin steht, sondern auch ein bisschen gedreht haben. Schiebe ich mal das Fenster wieder auf die Seite. Hier kann ich ja mit dem Schieberegler ganz bequem arbeiten. So, damit es ein bisschen dreidimensional im Raum wirkt, mache ich es halt auch schräg. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage, ist aber jetzt nicht so wichtig. So, wenn ich jetzt diese Ebene wieder voll gefüllt mache, ups, da habe ich noch das alte Werkzeug, das wollte ich nicht, so. Muss ich wieder zu meinem Verschiebewerkzeug gehen, damit ich die Ebene verschieben kann. Da ist auch eingestellt, den aktiven Ebenen zu schieben. Da kann ich also da unten genauso anfassen wie oben. Jetzt sehe ich gerade, das Herz ist schon relativ groß, aber eigentlich ist mir das eh recht, weil dann verdecke ich diesen Bären da hinten, die Informationen in dem Fall brauche ich nicht. Ich hebe es jetzt absichtlich so weit runter, dass der Fuß des Bären zum Beispiel noch im Weg ist. Also das Vorderen hier. Weil das müssen wir auch retuschieren. Und da gibt es jetzt einen Weg, den ich vorher erwähnt habe. Ich könnte jetzt natürlich von dem Herz was wegschneiden, eine Maske machen oder was auch immer, was wir schon mehrfach gemacht haben. Aber es geht natürlich auch umgekehrt, das möchte ich auch noch zeigen, deswegen machen wir jetzt einen anderen Weg. Ich gehe auf die untere Ebene und sage jetzt, ich möchte sie duplizieren. Da gibt es dieses Symbol, dass man eine Ebene duplizieren kann. Ich klicke einfach mal drauf. Dann sieht man auch gleich, die Ebene ist nochmal da. Sie hat hinten noch eine Nummer dran. Wenn man es breiter macht, sieht man das auch. Copy steht dran, ja. Und wenn ich die jetzt ganz nach oben schiebe mit diesen Pfeilen, dann ist sie ganz oben. Schaut so aus, ob es das Ursprungsbild wäre. Ist ja auch das Ursprungsbild. Ich kann sie auch ausblenden, dann sieht man wieder das andere. Aber was ich jetzt durch diese Ebene machen kann, ist halt, dass ich nicht am Herz rumdoktern muss, sondern dann kann ich an den Bären herumspielen. Und jetzt mache ich einfach nur einen kleinen Trick diesbezüglich, dass ich hier wieder näher rangehe, sagen wir ca. 200. Oder, ne, ich muss mal genauer anschauen, aber ich weiß ja, dass eigentlich nur das Bein da unten das Herz überdecken soll. Mehr war es ja nicht. Der Rest soll eh dahinter bleiben. Das heißt, ich kann mir eigentlich eine Selektion machen, so recht grob, ist gar nicht so genau. So, ich muss wieder klicken richtig. So, sagt ungefähr der Bereich, weil ich mich erinnern kann, war der kritische Bereich für mein Herz. So, der da. Und jetzt mache ich hier eine Ebenenmaske. Add Layer Mask, so. Selection. Invertieren will ich in dem Fall nicht, weil ich wirklich nur den Bereich sehen will, der sozusagen markiert ist. So. Und jetzt habe ich nur diesen Bereich in der Ebene drüber, deswegen ist auch hier alles schwarz, bis auf das kleine weiße Fleckern. Und wenn ich jetzt da reinschaue, dann sehe ich auch schon, okay, da wird das Herz verdeckt. Es ist jetzt natürlich mehr verdeckt, als ich haben will, aber das Dankbare daran ist, ich muss das Herz nicht verändern, weil das Herz hat so eine gerade Form und die möchte ich eigentlich nicht kaputt machen. Deswegen sage ich, arbeite ich lieber am Bären, der sowieso eine eher undefinierbare Form hat. Da kann ich ein bisschen großzügiger arbeiten. Das heißt, ich gehe wieder auf diese Ebene, wo das drinnen ist. In dem Fall, wir könnten jetzt natürlich die Maske bearbeiten. Genauso, wie wir es schon gemacht haben. In dem Fall mache ich es jetzt gleich direkt so, dass ich wieder die Maske anwende. Apply Layer Mask. Jetzt habe ich wirklich nur mehr die Information von diesem Eckerl hier. Und ich kann jetzt wieder näher rangehen. Natürlich. So. Muss mir einen richtigen Ausschnitt raussuchen. Und jetzt kann ich, wenn ich nah genug dran bin, ich würde in dem Fall vielleicht sogar noch näher rangehen, da kann ich mir relativ genau, man sieht, es ist hier sowieso schon unscharf, das Bild. Das heißt, hier gibt es sowieso keine echten Schärfen mehr. Und wenn ich hier mit meinem Pinsel, ein Radiergummi in dem Fall, da kann ich übrigens auch die Opacity verstellen, was auch sehr wichtig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pinsel habe, der nur teiltransparent ist, dann lösche ich zwar weg, aber man sieht trotzdem noch was von der Ebene. Und je öfter ich drüber fahre, umso mehr geht weg, weil ich eben diese 42% Deckkraft bei dem Ding habe. Und mit der 42% Deckkraft muss ich schon mehrfach drüber gehen, damit ich es wirklich ganz weg habe.
Also es geht schon auch ganz wegzulöschen in Wahrheit, aber würde in dem Fall jetzt keinen Sinn ergeben, aber das kann man nutzen. Und da wir eine weiche Kante haben, ich werde vielleicht nicht ganz weiche Kante nehmen, ein bisschen weniger weiche, man sieht es halt in der Mitte relativ groß, der volle Bereich, aber dann hat er trotzdem eine unscharfe Kante. Dann kann ich da in dieser Ebene bearbeiten, was ich sehen will. Und man sieht das Herz, ich sehe da unten, da brauche ich sonst gar nichts bearbeiten, aber hier wird es dann langsam interessant. Da kann ich so rauslöschen. So, den Ausschnitt wieder verschieben. Und oft hilft es wirklich, in einer sehr großen Vergrößerung zu arbeiten, wo man die Pixel so einzeln anschauen kann. Weil dann ist es recht leicht, mit der Maus zu steuern, ohne dass man allzu sorgfältig arbeiten muss. So, ich kann da relativ großzügig rumarbeiten. Wenn das falsch läuft, also wenn ich absetze, dann wird es jetzt mal ein neuer Schritt in meine Historie und dann kann ich es auch wieder löschen. Man sieht hier, ja, also ich schätze mal, da werde ich jetzt nicht viel was tun müssen. Da ist ein bisschen vom Hintergrund vielleicht. Ups, da bin ich jetzt reingerutscht, mache ich rückgängig, STRG-Z. Ups, da ist es wirklich schwierig mit Klicken hier. So. Ja, jetzt kann ich das rauslöschen. Das heißt, jetzt steht mir der Fuß des Bären ein bisschen übers Herz drüber. Ja, wir sehen auch, da gibt es also ein bisschen einen Rest von weißer Kontur. Bin mir nicht ganz sicher, ob der erhalten bleibt, aber der wird wahrscheinlich dadurch zustande kommen, dass ich keine harte Selektion gemacht habe. Dass er interpoliert hat, weil er eben nicht alle Pixel genau sieht. Das heißt, ich kann die Selektion jetzt eigentlich entfernen. Man sieht das tatsächlich noch näher da. Und da ich jetzt aber keine Selektion mehr habe, arbeite ich dann nicht mehr nur im selektierten Bereich. Was in dem Fall so irrelevant ist, weil die Ebene hat nur Daten in dem Bereich, der ursprünglich selektiert war, weil alles andere weggeworfen habe. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Radikum nochmal drüber fahre, kann ich auch wirklich die Linie entfernen. Es kann sein, dass da oben auch noch ein bisschen Linie ist. Wenn wir raufschauen, ja genau. Also das sind so Feinheiten, die man nach und nach bemerkt, die man nicht unbedingt unmittelbar sieht oder merkt. Aber wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, kann man sich schon denken, dass das kommt. So, jetzt sind da auch keine Linien mehr drinnen, die mich unangenehm überraschen könnten. Wenn ich das mal jetzt anschaue, kann man auch ausschauen, wie der Unterschied ist zwischen dem... Es ist schon so, dass der Fuß ein bisschen davor steht. Und das war jetzt nicht sehr viel Aufwand. Und wenn ich das beim Herz gemacht hätte, hätte ich mehr Sorgen gehabt als beim Bären. Weil beim Bären das eben so eine undefinierbare Form ist. Und das Herz hat schon eine sehr strikte Linie. Aber was zum Beispiel vom finalen Bild ist und was wir jetzt hier noch nicht gesehen haben, ist das mit dem Spiel mit den Schatten. Das Herz sieht ein bisschen unnatürlich eingefügt hier aus. Es würde natürlich besser aussehen, wenn es irgendwie einen Schlagschatten oder so hätte. Weil so ist es eindeutig reinretuschiert und es wirft überhaupt keinen Schatten, aber die anderen Dinge, wenn man hier schaut, die haben schon einen Schatten. Und da ist es eben sehr dankbar, dass wir mit Ebenen arbeiten können. Wir wissen, dass Ebenen von dem Herz ist die da. Das heißt, wenn ich eine dahinter einlege und da einfach Plus, also neue Ebene anlege, mit dem ersten Symbol hier, dann kann ich die auch benennen, ich nenne sie jetzt mal Schatten. Ich will auch explizit, dass sie transparent ist. Er merkt sich immer das Letzte, was ich als neue Ebene erstellt habe. Wenn ich vorher eine gefüllte Ebene erstellt habe, würde er mir jetzt nicht transparent vorschlagen, sondern entweder Vordergrundfarbe oder was auch immer ich da ausgewählt habe. Aber ich will meistens eher eine transparente Fläche machen, das mache ich jetzt mal. Sieht man nichts, es ist nur eine neue Ebene hier. Und jetzt kann ich zum Beispiel ganz grob, zum Beispiel mit dem Pinselwerkzeug, und ich mache es schwarz, und dann kann man wirklich ganz brutal mal ausprobieren. Ich meine, der ist nicht groß genug, dann mache ich wirklich etwas Weicheres. Ich sage, ich mache da hinten so einen fetten Fleck rein. Vielleicht noch ein bisschen mehr, größer. Schaut jetzt erstmal ziemlich doof aus. Man sieht auch, dass die Ebene jetzt, die ich vorher nicht ganz rausgelöscht habe, da natürlich oben noch drüber liegt, über meiner Schattenebene. Und das ist in dem Fall für mich nicht brauchbar, weil das Herz soll natürlich den Schatten direkt werfen und dann nicht einen weißen Fleck drin haben. Das heißt, wenn ich das weghaben will, muss ich natürlich die Bärenebene, die ich dann neu erstellt hatte, auch korrekt beschneiden. Und das kann ich natürlich, muss ich wieder näher reingehen. Ich meine, der Schatten schaut jetzt furchtbar aus, den werden wir noch besser machen. Keine Angst. So. Aber ich gehe da jetzt nochmal rein, das Herz hört hier irgendwo auf, da gehe ich da runter. So. Und wir sehen schon, da habe ich irgendwie so wegretuschiert gehabt, aber da habe ich aufgehört zu retuschieren. Dann gehe ich wieder auf mein Radiergummi. Mach wieder ein bisschen kleiner, dass ich da ein bisschen besser arbeiten kann. Löschen wir das dann auch noch weg. Okay, ich muss noch kleiner werden, damit ich da sauber genug arbeiten kann. Aber man sieht schon, wenn der Schatten da wäre, dass da das Weiß dann sehr auffällig ist. Deswegen muss man da einigermaßen präzise arbeiten, damit es nicht komisch ausschaut. Es ist natürlich in dieser Vergrößerungsstufe noch deutlicher zu erkennen, aber deswegen ist es auch gut, in der Vergrößerungsstufe zu arbeiten.
Also wie gesagt, es ist auch eine Ermessensfrage, wie genau man es haben will, ob man fotorealistisch sein will oder ob es ausreicht, das symbolisch zu machen und so weiter. Aber das ist immer eine Frage der Zeitinvestition, Übung und so weiter. Aber jetzt ist es schon einigermaßen überzeugend, würde ich annehmen. Schauen wir mal wieder größer an. Ja, jetzt sieht man nicht mehr, dass sozusagen da so ein Eck drin hängt. Jetzt kann ich wieder auf diese Schattenebene gehen. Und es gibt ja auch viele Effekte im GIMP, in dem Sinne, dass man sagt, dass man Unschärfen auch nachträglich produzieren kann. Jetzt könnte ich zum Beispiel da hinten auf die Filterebene gehen. Ich bin auf der Schattenebene, habe ich ausgewählt, und ich gehe auf Filter. Und da gibt es jetzt zum Beispiel diese Blur. Und einer der wichtigsten Filter ist der Gaussian Blur. Das ist immer wieder sehr praktisch. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Bei der Vorschau ist es ein bisschen lästig, weil da muss man den richtigen Bildausschnitt finden, damit man überhaupt sieht, was er tut. Also jetzt habe ich Glück gehabt, dass ich es gleich gefunden habe. Es ist relativ weich schon. Das sind wahrscheinlich eh, weiß nicht, 50 Pixel oder was, keine Ahnung, wie unscharf das schon ist. Aber ich muss einen recht hohen Wert nehmen, damit ich überhaupt sehe, dass sich was ändert, vermutlich. Ja, genau. Es ist weicher geworden. Das wird jetzt noch nicht hinten im Bild gerechnet, weil er es nur hier in der Vorschau macht. Aber ich mache das jetzt mal. Und man sieht schon, es ist einiges unschärfer. Dann ist dieser Schatten natürlich immer noch viel zu massiv. Aber ich kann ihn natürlich nachbearbeiten. Ich kann einerseits sagen, ich will die Ebene mit dem Schatten nicht so ganz dunkel machen, ich will sie ein bisschen transparent machen. Und im Fall von Schatten ist das natürlich so eine Ermessensfrage. Was ist ein realistischer Schatten? Wie ist die Form? Wie tief ist es in der Decke drin und solche Sachen? Kann man viel rumspielen. Kann einerseits mit dem Radiergummi jetzt auf dieser Ebene arbeiten. Und da ist es zum Beispiel jetzt wirklich hilfreich, dass ich nicht mit der vollen Stärke arbeiten muss, sondern dass ich mich langsam annähern kann. Mache ich wieder ein bisschen größer. Und dann kann ich sagen, da vorne braucht es eigentlich keinen Schatten. Oder zumindest wenig. Aber man sieht schon, ich habe jetzt hier eigentlich recht viel Stärke noch weggenommen. Ich mache es nochmal rückgängig. Das war mir schon fast ein bisschen zu viel. Deswegen mache ich es noch mehr transparent. Und vielleicht mache ich das auch einen weicheren. Und nehme ich den Pinsel, der wirklich nur in der Mitte massiv ist und am Rand sehr schnell abnimmt. Weil wenn ich jetzt hier ein bisschen drüber fahre, kann ich öfter drüber fahren und sehr sanft anpassen. Ups, ich verschiebe schon wieder, weil ich falsch klicke. So. Aber mit dem Radiergummi kann ich hier dann, man merkt nicht viel, aber es ändert sich doch was. Wie gesagt, es ist auch deswegen ein bisschen schwierig mit diesem Herz, weil es so eine spitze unten drin hat. Das würde eigentlich nochmal eine Delle in der Decke machen. Das kann man auch alles machen im Programm, wenn man möchte. Weil ich könnte zum Beispiel beim Hintergrundbild hingehen und da gibt es zum Beispiel dieses Verwischwerkzeug, wo man Bildteile verwischen kann. Und das heißt, ich könnte sozusagen die Geometrie der Decke insofern verändern, indem ich jetzt so nach unten ziehe ein bisschen. Das hat nur das Problem, weil ja der Bär auch auf derselben Ebene drin liegt, dass es dann den Bären mitzieht. Jetzt müsste man ja schauen, ich blende mal die oben aus, damit ich sehe, was ich da eigentlich tue, weil ich ja auf der Hintergrundebene was mache. So. Jetzt habe ich da dieses Vermischwerkzeug, ich habe die volle Stärke, bin relativ groß. So. Und jetzt schauen wir mal, ob das Verwischen hier funktioniert. Ja, okay, hat nicht den großen, der Radius ist nicht groß genug. Ich habe ein bisschen verwischt, aber er ist nicht groß genug. Machen wir mal rückgängig. Ups, war zu viel. So, machen wir größer. Vielleicht haben wir da auch noch weitere Einstellungen. Ich verwende das nicht so oft mit dem Smooth Stroke. Ja, da kann man, ja. Gibt es wirklich viele Einstellungen, die ich eigentlich noch nicht mal alle durchprobiert habe. Die Idee ist halt einfach nur, dass man sagt, schon wieder falsch geklickt. So. Ja, man sieht, hauptsächlich vom Bären den Fuß, der sich da verwischen lässt. Das ist nicht das, was ich wollte. Also ich glaube, das. In dem Fall würde ich es nicht so machen. Man könnte jetzt natürlich ein Bildteil kopieren, gleich wie ich es mit dem Bärenfuß gemacht habe. Also ich gehe nochmal rückgängig. Und könnte es ein Bildteil dann drehen, sodass er ein bisschen nach unten steht. Und dann schaut es schon ein bisschen mehr so aus. Also man kann endlos spielen, man kann auch Fotorealismus produzieren, aber da muss man halt auch verstehen, was Fotorealismus ist. Und das ist halt schon eine Bastelei. Aber es gibt da endlos viele Tutorials. Die meisten sind natürlich für Photoshop im Internet, aber das meiste, was man im Photoshop machen kann, kann man auch in GIMP machen. Das heißt, geht einfach nur darum, jetzt mal trivial, auf die Art kann ich natürlich relativ leicht einen Schatten machen und es ist zumindest ein bisschen besser als vorher. Und ich kann natürlich auch diesen Schatten jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt eh schon das Verschiebewerkzeug habe, kann ich sagen, ich möchte ihn darüber ein bisschen weiter ausdehnen. Ich kann natürlich mit dem Verwischen darüber wischen. Und manchmal sind halt so unpräzise Sachen ganz dankbar. Obwohl, jetzt habe ich wieder Blödsinn gemacht. Ich habe auf der falschen Ebene gearbeitet. Ich habe das Muster verwischt und nicht den Schatten verwischt. Ich muss auf die Schattenebene gehen. So, jetzt merkt man es. Ne? Also, jetzt ist der Schatten da hinten ein bisschen stärker.
Und wenn ich einen vorne weniger haben will, kann ich wieder nach innen schieben. Ups. So. Also das ist die eine Möglichkeit. Und bevor ich jetzt mit dem Schlüssel beginne, weil wir haben eigentlich nicht mehr sehr viel Zeit, eigentlich ist es schon vorbei, gell? Offiziell rechnerisch, wenn ich es richtig sehe. Sind bis 3/4, oder? Das ist nämlich 12.47 Uhr.